Krack, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin mal etwas früher da. Ich hoffe, ihr hört mich. Und ähm, ja, der Stream müsste laufen. Ihr seid nämlich schon da. Ähm, hallo erstmal an der Fussel, an Pi und an Alec und an Topstar. Und Pi hat schon ein neues Feature entdeckt. <laughs> Hallo Tyrawall! Ja, Pi, ähm, ich habe äh, die, die Sound Alerts eingerichtet, weil ich in eurem letzten Stream nachgehört habe, dass die ja wirklich super toll sein sollen und äh, dass sie sogar extra eigene Abonnements geschenkt bekommen. Huch! <laughs> Geht schon los hier. Aber Thyrawall, ich danke dir für den ähm, vierten Monat in Folge ähm, für dein Sub. Vielen Dank. Und ich muss auch nochmal ähm, rückwirkend an Arak vielen Dank sagen, denn Arak hat gestern schon seinen Sub erneuert. Vielen Dank. Ja, ähm. Genau, Thurawell äh, wollte ich schon sagen. war ist natürlich auch toll, aber äh, Stream Alerts ist anscheinend auch so toll, dass es äh, äh, eigentlich Abonnements verdient hätte. Geschenkabos, ne? <laughs> ja, ähm, aber was war es überhaupt? War es überhaupt äh, Stream Alerts oder war es nicht... Nee, war es überhaupt Sound Alerts oder war es nicht Stream Elements? Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, Taluba, Tabaluga Sommer. Hallo. Willkommen. Äh, schön, dass du auch da bist. Und natürlich auch an Diamantrex. Hallo. Ah, man hört die Sounds nicht. Ah, okay. Man, man sieht aber das Bild, ne? Dass es eingelöst wurde. Also vielleicht. Ich stelle es mal lauter. Könnt ihr dann noch. Moment. Da muss natürlich jemand seine, seine wohlverdienten Kanalpunkte opfern, um das herauszukriegen. Sounds Alert ist ein Fake-Zuschauer. Das kann sein. Das kann sein. Aber der steht in der Liste der Bots. Also von daher. Habt ihr was gehört? Danke Topstar. Und danke, Thürerwall. Kam es an? Danke für den Beta-Test. Sehr leise. Dann kam es bestimmt über das Mikrofon raus und nicht wirklich über, über den Ton. Aber da kann ich vielleicht noch mal was korrigieren. Da habe ich nämlich gesehen, dass man unter Umständen eine andere Ausgabe einstellen muss. So, jetzt vielleicht. <laughs> jetzt vielleicht. Ich hoffe es zumindest. Jetzt habe ich es nochmal umgestellt auf Monitor und Ausgabe. Und ähm, werden, wir ja, werden wir ja vielleicht noch merken. Ähm, ja, der Fail ist vom, vom Mario und Level Up ist, glaube ich, aus Pokémon. Also, dem Gameboy-Spiel. Und? Kam's raus? Laut genug? Jetzt gut, okay. Okay. Vielleicht war es auch, weil ich gerade gesprochen habe. Dann nimmt er ja das Mikrofon auch nochmal lauter auf. Ich höre ich es höre super. Ich höre es ehrlich gesagt super. Und ähm, ich habe es eingerichtet auch, damit ihr mich auf Dinge aufmerksam machen könnt, ähm, wenn ich beispielsweise mal wieder irgendwie was mache wie dieses hier. Und es nicht mitbekomme. Genau. Und äh, dann könnt ihr jetzt über Sound Alerts irgendwie ähm, rumpingen und äh, ja, zum Beispiel fail, dann wäre dann gut, also wäre dann angemessen wahrscheinlich an der Stelle. <laughs> und ja, dann kriege ich es wahrscheinlich besser mit. Wenn ich so im Rede, im Redefluss bin und gerade nicht auf den Chat achte. Ja, äh, jedes Mal, wenn ein Level abkommt, geht es ein neues Zeitalter hoch. Ja, so ungefähr. Ähm, aber ich gehe noch nicht ins neue Zeitalter hoch. Habe ich ja schon geschrieben. Und zwar warte ich noch auf morgen, wenn die Gildengefechte beginnen und ich dann im Grunde die ganze Zeit noch gegen die Venus-Einheiten kämpfen kann. Mit den neuen Jupiter-Einheiten. Genau. Aber ich wollte trotzdem äh, mit euch einen Blick auf das neue Zeitalter werfen. Und das können wir gerne äh, gleich mal machen. Vielleicht vorneweg noch, vorne noch eine kleine Frage. Mal gucken, ob das klappt. Das wäre jetzt auch, also ich bin jetzt heute hier total am, am äh, neue Features ausprobieren. Also für mich neue Features. Für, für die erfahrenen Streamer äh, P und Josie natürlich nicht. Aber wo ist es denn? Ich wollte eine Abstimmung machen. Und zwar, die Frage ist, wie gefällt euch das neue Zeitalter? Und... Ähm, Ich beginne jetzt einfach mal die Umfrage und dann könnt ihr, mal, könnt ihr mal gerne abstimmen, falls das möglich ist. Ich drücke jetzt auf Umfrage beginnen und ihr seht dann hoffentlich was. Aber ich denke, das sollte klappen, weil das ja direkt von Twitch kommt. Und dann bin ich schon mal gespannt, ähm, ob ihr das neue Zeitalter gut findet. Oder nicht so. <laughs> ja, also ich habe hier tatsächlich oben links äh, eine Anzeige Current Poll und äh, jemand hat äh, Yay getippt. Ich hätte vielleicht noch mir egal eingeben sollen. Ha? Und vielleicht sollte ich auch noch mal ein bisschen warten, bis ihr so ein bisschen drin seid. Oder ich so ein bisschen drin bin, weil ich bin ja auch lange raus. Ich äh, weiß auch gar nicht mehr so richtig, wie man streamt. Ähm, durch den Urlaub bin ich jetzt so ein bisschen ähm, außer Übung. Okay, also drei finden es gut und einer nicht so. Ich, äh, ich habe selber mit abgestimmt. <laughs> und ich habe je getippt. Ähm, wo ist Hä? Genau, also das wäre die, wär die Frage, stimmt. Das wäre die dritte Antwortmöglichkeit: äh, Hä? Und die vierte wäre. Eyal oder so. Ich frage später nochmal. Ich frage später noch mal nach 22 Uhr, wenn denn äh, vielleicht noch andere äh, dazukommen, die jetzt mit 22 Uhr irgendwie äh, geplant haben. Und ähm, will jetzt schon mal anfangen, kurz einen Blick ins neue Zeitalter zu werfen, soweit ich dann kann. Und dazu öffne ich, tada, die, den Forschungsbaum. Ja, ähm, wie gesagt, äh, ich bin selber noch nicht gewechselt wegen den Gildengefechten. Nicht wegen, nicht wegen der Gildenexpedition, weil die Gildenexpedition, gehe ich nochmal zurück, die Gildenexpedition mussten wir jetzt leider ganz schnell durchspielen, da wir einen starken Gegner haben, schrägstrich hatten. Aber es hat nichts gebracht. Wir haben verloren. Tja, waren leider heute noch nicht alle bereit, äh, komplett die Gildenexpedition durchzuspielen. Ich habe es geschafft, aber nicht alle. Was soll's? Gut, aber auf die Gildengefechte kann ich noch warten und äh, das werde ich äh, dann auch tun. Wer war der Gegner? Der Gegner war. Ich öffne es noch mal. Der Gegner war äh, die anderen von Langendorn. Also was die gewonnene Meisterschaften-Statistik betrifft, sind sie Schlechter als wir, aber wir hatten auch so einen kleinen Kommunikationsfehler in der Dringlichkeit, was die Gildenexpedition angeht. Da wurde dann vorgegeben, dass heute Abend die Gilden, also bis heute Abend die Gilden-Expedition abzuschließen sei. Ähm, ja, was dann doch ein bisschen spät ist, wie man sieht. Also heute Abend heißt bis heute 0 Uhr, beziehungsweise 23.59 Uhr. Aber es ist leider zu spät. Gut. Ja. Haben sie gut gemacht, haben sie gut gespielt, haben wir verloren. Gut ist. So. Okay. Richtig, richtig, Pi. Da äh, ist dieser Sound angebracht. Wir haben gefehlt. Und die anderen haben gewonnen. Für die anderen vielleicht noch ein Level ab. <laughs> okay. Ähm, genau, neues Zeitalter. Ähm, da wäre dann die Frage, seid ihr schon aufgestiegen? Und wie weit seid ihr schon im Forschungsbaum? Seid ihr schon durch im Forschungsbaum? Habt ihr euch die Forschpunkte aufgehoben? Naja, wahrscheinlich durch ist wahrscheinlich schwierig wegen der Güter. Stimmt's? Oh, Aral. Arak. Äh. <laughs> äh. Arak hat es wieder getan. Ich danke dir, Arak, für das Gifted Sub an Stream Elements. Aber. Da hätte sich doch vielleicht jemand anderes viel mehr darüber gefreut. Ja. Also äh, definitiv danke dir, aber an Stream Elements ist es wahrscheinlich ein bisschen vergeben. Aber für den, für den Scherz, ne? <laughs> okay. Äh, ja, Arak, du hast was, hast was verpasst. Und zwar, es ist ein neues Zeitalter raus. Äh, Raumfahrt Jupiter-Mond. Und das nächste Zeitalter wird heißen Raumfahrt Saturn. Also nicht, wie es hier steht. Die werden das noch ändern. Bestimmt. Bestimmt. Ja, ähm, naja, grundsätzlich ähm, wollte ich mir auch mal so ein bisschen den Forschungsbaum angucken. Für mich, weil ich ja morgen aufsteigen will und ähm, ja wird jetzt einfach mal so durchgehen und gucken was ich so von den einzelnen dingen halte ähm, die erste technologie ist ja fast ausschließlich für den mond gedacht den jupitermond ich glaube gestern fehlte hier auch noch das mondsymbol an der stelle mal abgesehen von der rakete die ja dann in der stadt steht aber das ist ja auch nur für den mond die rakete also dass ich dann die ähm, der Zielort sozusagen ändert. Und dann kann ich morgen eine neue Kolonie aufbauen. Und ich habe mir einfach komplett gespart, die alte Kolonie mal vernünftig aufzubauen. Weil jetzt habe ich einfach ein Jahr, Jahr lang geschlafen. Oder naja, ich glaube, ich war vor einem Jahr nicht pünktlich aufgestiegen. Aber ein halbes Jahr habe ich bestimmt geschlafen mit der Venus-Kolonie. Ähm, die mal richtig aufzubauen und jetzt kann ich einfach in den Jupiter-Mond wechseln und habe dieses Problem vom Hals. Das nennt man, das nennt man, ähm, äh, wie nennt man das? das ist, in der Politik ist das sehr etabliert. Man ignoriert ein Problem so lange, bis, nie, bis niemand mehr darüber redet. Genau. Ähm, aber ich weiß nicht, wie man das nennt. Fällt mir jetzt zumindest der Begriff nicht für ein. Und Jetzt kann ich dieses Problem bis morgen noch ignorieren und dann brauche ich nicht mehr drüber reden, weil ich muss dies sowieso nicht mehr ordentlich bauen, die Venuskolonie, weil dann ist die weg. Genau. So, zurück zum Forschungsbaum. Genau, also als erstes gibt es die Rakete, dann gibt es die Gütersynthesizer, synthesizer, die sind natürlich jetzt auch nicht so interessant für mich, weil ich ja bereits genügend Güter vorausgesammelt habe. Die sind dann interessant für diejenigen, die schnell durch die Zeitalter huschen wollen. Und für die gibt es ja dann auch zusätzlich noch das neue legendäre Gebäude. Die, der KI-Kern. Ich glaube, im Englischen hieß er AI-Core, äh, also Artificial Intelligence. Bei uns ist das künstliche Intelligenz. Das ist das Gleiche. Ähm, genau. Und. Der KI-Kern... Warte mal, wie ist der jetzt? KI-Kern oder KUR? Kern, okay. Genau. Der ähm, sorgt dann dafür, dass man einerseits ähm, noch jede Menge weiterer Gildengüter in die Gildenkasse bekommt und dass man schneller durch die Zeitalter rushen kann. Wenn man Synth Synthesizer benutzt. Also es ist schon eine sehr eingeschränkte Nutzbarkeit, wenn es darum geht, wenn man schnell durch die Zeitalter rushen kann, weil die Synthesizer die belegen halt auch einen gewissen Platz in der Stadt. Und ich will eigentlich immer, oder ich sorge sorg eigentlich immer dafür, dass ich die nicht brauche. Indem ich genügend vorproduziere. Russia gleich Dias? Nö. Nicht unbedingt. Naja, wenn man Dias nutzt, dann braucht man, oder wenn man rusht und Diaz nutzt, braucht man die Effekte vielleicht dann da auch nicht. Von dem AI-Core. Weil man ja mit den Dias schon vielleicht... Irgendwie Dinge freikauft. Okay. Ähm, dann ein weiteres Gebäude für die Kolonie. Dann die ähm, Produktionsgebäude für Güter für die Kolonie. Die sind dann das nächste, was kommt. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man die Güter produzieren kann, weil in den folgenden ähm, Technologien braucht man die dann natürlich auch immer. Und ein paar Erweiterungen, alles auch für die Kolonie, also nicht so wirklich interessant. Neues Porträt, wie sieht das denn aus? Oh, ja, beleuchtend. <laughs> ja, okay. Und dann kommen äh, auch mal Technologien für die Stadt, und zwar ein neues Produktionsgebäude, äh, ein neues Kampfgebäude für die Divisionsdrohnen und auch nochmal ein neues Avatarchen, eine weitere... Wasserkabine, ein, ein neues Wohngebäude, dann noch weitere Erweiterungen, noch ein neuer Avatar für die Venus, nee, für den Jupitermond, noch ein neuer Avatar und ein Krea, was? Kavitationspanzer, Aha, sehr schön. Ein Kavitationspanzer und ein äh, und die Divisionsdrohnen. Genau, ich habe mich auch noch gar nicht so wirklich damit auseinandergesetzt, welches, welches Militärgebäude man denn jetzt hier haben sollte am Ende. Es gibt noch den Gletscherwanderer, es gibt das, was ich gerade eben schon offen hatte, den Kluftgleiter und es gibt den Harpunengrenadier. Ich habe so ein bisschen im Kopf, dass der Harpunengrenadier das ist, was man haben will am Ende. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, da muss man schon ganz schön weit nach hinten forschen. Fast bis zum Ende. Allerdings sieht man hier, man kann durchforschen und man muss diese Technologien hier unten nicht haben, um bis zu dem zu kommen. Also man kann hier oben ähm, diesen oberen Weg gehen und komplett bis hier durchforschen, weil die Technologien nicht von anderen Technologiezweigen abhängig sind, die jetzt mit den Kampfsachen nichts zu tun haben. Mal abgesehen von diesen... Diesen beiden ähm, weiteren Jupiter-Mond-Erweiterung und ähm, Sauerstoff oder was das neue Lebensenergie-Dingens auch immer sein soll. Okay, auch okay, auch okay. Ist natürlich eine Hürde, was die Güter betrifft, glaube ich. Mal schnell an den Harpun-Grenadier zu kommen. Ja, da ist das Badehaus grandios, aber auch die, das Hauptgebäude, das Rathaus. Ne? Weil das Rathaus, das produziert ja auch Einheiten aus dem eigenen Zeitalter, die jetzt wiederum, also wo, wo man jetzt noch kein, kein eigenes Gebäude in der Stadt zu stehen haben muss. Ähm, ihr könnt natürlich auch zusätzlich Einheiten aus der Gilden-Expedition bekommen. Das habe ich mir jetzt leider schon verspielt, weil ich. Ne, Moment, wenn, man, wenn die Gildenexpedition noch im alten Zeitalter ist, produziert sie, glaube ich, auch noch Einheiten aus dem alten Zeitalter. Aber der Effekt des Re ähm, Relikttempels, der gibt schon die Einheiten aus dem neuen Zeitalter. Und auch die Fliegende Insel gibt schon Einheiten aus dem neuen Zeitalter. Und bei den Gildengefechten bin ich mir nicht sicher. Hauptquartier mit Dummium. Was war noch... Ja, Dummium, ja genau. Das Dummium ignorieren wir mal. Noch, naja, ich, ich, ich spreche es kurz an. Vielleicht, wenn ich dran denke. Ähm, hier nochmal was Spannendes: Neues Wohngebäude. Also, spannend, semi-spannend: äh, neues, ähm, Neue schwimmende Pflanze. Das Wohngebäude ist relativ klein mit 4x3. Also wenn man Wohngebäude des aktuellen Zeitalters produzieren muss in der Quest, dann ist es kein so großes Gebäude, was dafür aufgestellt werden muss. Die schwimmende Pflanze als Dekoration mit 2x2 ist auch relativ klein für die Quest. Also auch recht gut machbar. Okay, schauen wir mal weiter. Hier unten gibt es eine Erweiterung. Das ist natürlich super. Die Medaillenerweiterung habe ich schon gekauft. Die gibt es ja immer schon vorher, also bevor man überhaupt in das Zeitalter gewechselt ist. Die habe ich also schon genutzt. Dann gibt es natürlich auch einen neuen Weg, wieder mit viel Zufriedenheit. Den braucht man jetzt aber auch nicht mehr so wirklich durch die... Na... Durch die ähm, neuen, vielen, guten Eventgebäude. Hallo Engel! Willkommen! weil wir produzieren einfach schon sehr viel an, an Zufriedenheit und über die legendären Gebäude kriegt man auch gut Zufriedenheit. Also ist das, glaube ich, auch nicht so wichtig, dass da viel Zufriedenheit drauf ist. Für Spieler, die schon relativ weit sind, für Spieler, die durchrushen und noch relativ neu sind, ist es, denke ich, auch immer ganz gut, dass da auf den Wegen noch Zufriedenheit drauf ist. So, dann hier eine weitere Technologie für den Jupiter-Mond. Darüber kann ich halt, also wenig Aussagen treffen. Ich bin halt selber noch nicht da. Dann haben wir das aquatische Museum. 5x5. Ist, glaube ich, auch kleiner als jetzt in der Venus. Als kulturelles Gebäude. Gen nee, nicht genau. Das ist auch 5x5. Okay. Na, dann passt es hier auch in, mein, <laughs> in meine. Ähm, Hundewiese rein. Sehr schön. Hundewiese habe ich übrigens von euch, Pi und Josie. Ich weiß nicht, ob das woanders noch so genannt wird. Okay. Also 5x5 ist dann nicht so klein, bleibt die gleiche Größe wie im Zeitalter davor, wenn man ein kulturelles Gebäude für eine Quest aufstellen muss aus dem aktuellen Zeitalter. Dann nochmal. Dieses große Gebäude für den Jupitermond, eine weitere zweispurige Straße mit Zufriedenheit drauf und zu guter Letzt eine weitere Erweiterung. Also zwei Erweiterungen für die Stadt. Gibt es im Forschungsbaum nochmal ein neuer Avatar. Die gehe ich jetzt mal so durch. Lass sie mal wirken auf mich. Vielleicht auch auf euch. Ähm, der hat ein bisschen was von diesem Astronauten, der Major Tom gecovert hat. Vielleicht ist es eine kleine Anlehnung an diesen Astronauten. Und der das in der ISS, also ein Musikvideo aus der ISS gemacht hat. Fällt mir gerade nicht ein, wie der Astronaut heißt. Ja. Okay, das war's. Im Grunde nicht viel Spannendes vom Jupitermond. Also eigentlich alles ähnlich wie bei der Venus oder wie auch in Zeitaltern davor. Ich gehe davon aus, dass auch die Kolonie keine großen Überraschungen bringt, sondern nach dem ähnlichen Prinzip funktioniert wie bisher. Das ist ein bisschen schade, weil... Naja. Also einerseits finde ich es gut, dass ein neues Zeitalter gekommen ist. Man kann jetzt weiterspielen, man kann ein bisschen vorankommen, man kann neue Sachen erforschen. Man hat wieder ein bisschen was zu tun, abseits des üblichen Trotz. Also die GG zu spielen und ähm, die Gildenexpedition und gelegentlich GVG oder... Forschungspunkte verteilen. Also man hat mal wieder ein bisschen was anderes zu tun, wenn man im höchsten Zeitalter ist. Von daher finde ich es gut, dass das neue Zeitalter da ist. Allerdings die Umsetzung finde ich naja. Also man hätte sich durchaus mal was Neues einfallen lassen können. Also wenn ihr jetzt nicht sagt, die Kolonie funktioniert irgendwie anders als wie die bisherigen Kolonien, was mir ja... Noch nicht aufgefallen wäre irgendwie in den Ankündigungen, dann ähm, erleben wir hier keine Überraschung im Jupitermond. Genau. Und auch das legendäre Gebäude ist halt nicht so spannend. Also klar, es ist sicherlich ein ganz gutes Gebäude für Gilden und es hilft sicherlich auch die Güterkosten für die Gildengefechte etwas. Zu, ja, zu kompensieren. Allerdings reicht es auch, wenn man die Arche und das Observatorium hoch ausbaut auf 80 bis 100 und das in der Gilde insgesamt zur Pflicht macht. Damit kommt man hin in den Gildengefechten. Wenn man noch mehr Güter produziert über das Atomium oder über den neuen AI-Core, KI-Kern und die Ehrenstatuen, dann kommt man halt gleich dahin. Dann muss halt auch nicht jeder eine Gilde mitziehen. Also ich weiß nicht, ob das die, der Gedanke dahinter ist. Ähm, es bringt einem aber auch wiederum nichts, wenn man jetzt nicht zu den Gilden gehört, die in der Mitte sich rumtreiben, sondern eher eine Gilde ist, die irgendwo am Rand ähm, verweilen muss, weil irgendwie zwei Gilde, gute Gilden sich die Karte unter den Nagel reißen. Genau, dann äh, hilft einem da eher Alkoha auch nichts, weil wo sollst du Güter ausgeben, wenn du überhaupt nicht an Sektoren kommst, wo du überhaupt irgendwas stellen kannst? Belagerungslager stellen kannst. Okay, Pi sagt, es ist alles gleich, es sieht nur anders aus. Davon bin ich ausgegangen. Ja, also, aber man kann schon mal einen Ausblick auch äh, auf das, ups, Entschuldigung, Man kann schon auch, auch mal einen Ausblick auf das nächste Zeitalter machen. Und meine Vermutung ist, Weltraumzeitalter äh, Weltraum, -Zeitalter Titan wird da nicht ewig stehen bleiben, sondern sie werden es ändern auf Raumfahrt Saturnmond. Denn das haben sie hier auch schon gemacht. Bei äh, Raumfahrt Jupiter-Mond, da haben sie vorher, glaube ich, Weltraumzeitalter äh, Europa oder sowas zu stehen gehabt. Und später haben sie es dann geändert, weil sie, vermute ich, sich nicht allzu sehr an die tatsächlichen Gegebenheiten auf dem äh, Jupiter-Mond-Europa halten wollten. Also die Idee ist natürlich korrekt, der Jupiter-Mond-Europa hat eine Eisdecke und darunter befindet sich ein flüssiger Ozean mit geschmolzenem Wasser, was ein bisschen erstaunlich ist, weil das ja relativ kalt ist dort im All, deswegen hat der Mond auch eine Eisdecke, allerdings ist der halt nah am Jupiter der Mond und durch die Gravitationskräfte mit dem Jupiter wird er immer so durchgeknetet. Und das sorgt für Wärme im Kern des Jupitermonds. Und das wiederum sorgt dafür, dass Wasser schmelzen kann. Und es gibt zumindest von, den, von der NASA oder generell von Astrobiologen die Vermutung, dass, ähm, dass da tatsächlich auch Leben existieren könnte. Also eben weil es Wasser gibt. Und Wasser ist halt eine sehr wichtige Voraussetzung für Leben. Und deswegen sucht man insbesondere auf dem Mars ja auch immer nach Wasserquellen. Aber inzwischen ist es ja auf dem Mars auch gut nachgewiesen, dass es da Wasser gibt. Auch flüssiges Wasser gelegentlich. Ähm, genau, also dass es sogar flüssiges Wasser gibt. Gefrorenes Wasser weiß man schon lange. Und flüssiges Wasser gibt es ähm, zeitweise, ähm, wenn der Mars mal über 0 Grad hat. Das kommt durchaus vor. Und äh, da sind auch schon Aufnahmen gemacht worden, von, dass da Fließbewegungen ähm, von Satelliten festgestellt wurden, also wo sie dann tatsächlich sich Rinnen im, im Wüstensand des Marses gebildet haben. Also interessant, aber ob da, mal, wenn man mal kurz ein bisschen Wasser schmilzt, äh, sich Leben entwickeln kann, beziehungsweise noch Leben erhalten hat, das wird ja auch darüber, oder es gibt die, Vermutung, dass der Mars früher mal äh, deutlich mehr Wasser gehalten hat und erdähnlicher war und vielleicht damals auch Leben hatte. Aber ja, dass es heute noch existiert ist, wenn es auch von diesem Wasser abhängig ist, doch eher unwahrscheinlich. Dann wahrscheinlich eher doch so Kleinstmikroben oder sowas. Ja, aber auf dem Jupiter-Mond könnte das ganz anders sein, wegen... Des immer vorhandenen flüssigen Wassers. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch irgendwie giftig, dieses Wasser, weil da irgendwie andere Chemikalien noch drin rumschwimmen und deswegen lebt da vielleicht auch nichts. Aber das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Und ähm, die Questline und generell die Storyline, die sich um den Jupiter-Mond rankt, wenn man dann die Kampagne mal liest. Ähm, da geht es ja dann auch um das Leben. Und man sieht es ja auch hier in einigen der, ähm, der Forschung, dass man hier zum Beispiel so DNA-Stränge hat, ja, Gensynthesizer, also hier geht es definitiv in einen Genomdatenbank und in einigen Punkten um, um, um Leben und eben auch um das Leben dort auf dem Jupitermond. Hier gibt es irgendwie so Cyanobakterien und hier auch komplexere äh, Lebensformen, so Algen. Genau, also von daher vielleicht gar nicht so uninteressant. Hier unten sind so eine Art Pilze. Gar nicht so uninteressant, äh, wenn man sich da die Questline mal durchliest und nicht nur schnell durchklickt. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht äh, ist die Storyline ganz interessant mit äh, dem Leben auf dem Jupitermond. Hallo Tosa, willkommen. Schön, dass du auch da bist. Äh, ja, Holdren, schönen guten Abend. Äh, du warst doch vorhin, glaube ich, schon mal. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, oder? Ich habe dich nur in der Zuschauerliste gesehen. Ja, rechtzeitig geschafft. Na, ich weiß nicht. Wenn du gleich wieder weg bist, dann hast du es noch rechtzeitig geschafft. Aber ähm, ich werde mindestens noch bis, bis 24 Uhr machen. Und äh, Fusel hat die Vermutung aufgestellt, es ist, gibt bald äh, Weltra Weltraumzeitalter Neptun. Gehe ich später noch darauf ein. So, Weltraumzeitalter Titan. Titan ist ein Saturnmond, deswegen vermute ich, äh, sie benennen es noch um in Saturnmond, weil dann müssen sie sich auch wieder nicht an die tatsächlichen Gegebenheiten auf dem Saturnmond Titan halten, sondern können ein bisschen freier sein in ihrer Gestaltung des Zeitalters. Aber der Titan ist tatsächlich interessant. Wir sehen jetzt hier noch nichts Neues, das ist tatsächlich, glaube ich, genau das gleiche. Nee, ist nicht das gleiche wie hier vorne. Aber hier steht zumindest auch noch Jupiter-Mond-Güter. Aber was dann sonst? Was steht denn da? Kön kann das jemand richtig lesen? Steht da noch mehr als Güter? Oder sind das die Güter-Synthesizer? Keine Ahnung. In fünf Jahren. In fünf Jahren Ju Nept Neptun? Nein. Mal gucken, mal gucken. Also vielleicht hast du recht. Ähm, in einem Jahr dann wahrscheinlich äh, Saturnmond. Vielleicht lassen sie es auch bei Titan weil man über den Titan einfach noch viel weniger weiß als über Europa. Naja, stimmt das so? Ich glaube, die Aussage ist falsch. Aber Titan ist definitiv ein sehr interessanter Mond, denn auf dem Titan gibt es Regen und Schnee. Regen, Schnee, Nebel, Wolken. Schön, oder? Also so ähnlich wie auf der Erde. Fast. Denn äh, dort bestehen die Wolken und der Regen und der Schnee aus. Methan, flüssigen, gefrorenem, gasförmigen Methan. Dadurch, dass die Temperatur auf dem Titan so gering ist, ähm, schmelzen und gefrieren dort andere Gase. Also bei uns sind es ja Gase. Genau, und aber äh, tatsächlich gibt es da so eine Art Wetter-, Wetterkreislauf, ähm, der so ähnlich funktioniert wie auf der Erde, nur eben mit einem anderen Element beziehungsweise einem anderen Molekül. Bei uns ist es Wasser, dort Methan, da sind auch noch andere Kombinationen mit drin. Aber im, ich glaube, im, in den Wolken ist auch noch ein bisschen was anderes drin als nur Wasserdampf. Weiß ich nicht. Aber von daher ein interessanter Mond und äh, gibt sicherlich Story her. Und darüber hinaus war jetzt die Vermutung, Weltraumzeitalter Neptun. Also es würde zumindest schon mal mit einer Sache brechen, weil es geht immer um Monde jetzt bei den letzten Weltraumzeitaltern. Es ging um den Jupitermond und jetzt geht es als nächstes um den Titan, also den Saturnmond. Davor ging es um die Planeten Mars und den Raumfahrtgürtel und Mars, Venus und Raumfahrtgürtel. Jetzt könnte man natürlich wieder auf Planeten zurückgehen, aber da warum denn gerade Neptun? Also ich glaube, Neptun ist jetzt, naja, Neptun, Neptun ist auf jeden Fall schwierig, weil Neptun ist ein Gasriese, so wie Jupiter und Saturn, und da kann man sehr schlecht, also ist nicht ganz so groß wie Jupiter und Saturn. Von daher wird der der Druck dort nicht so krass sein. Aber ich glaube, es ist halt eben auch ein Gasriese und dadurch wird der Druck zu stark sein, um da irgendwas zu landen, was nicht zermalmt wird unter diesem Druck. Und von daher wird das wahrscheinlich wenig Story hergeben, auf diese Planeten zu reisen. Allerdings haben auch diese Planeten Monde. Und meine Vermutung wäre, dass nicht, ähm, nicht der Neptun, sondern der Uranus das nächste Ziel sein könnte. Neptun? Uranus? Nee, doch Neptun. Neptun, aber. Jetzt überlege ich gerade, ich habe es doch mal schon, mal schon mal irgendwo geschrieben. Habe ich schon mal geschrieben? Ich überlege gerade, welcher Mond. Der Uranus. Nein, quatsch, jetzt habe ich Uranus. Ich wollte natürlich Neptunmonde. Liste der Neptunmonde. Meinte ich Triton, weil Triton hatte ich im Kopf. Ja, doch, Triton. Genau. Das könnte dann tatsächlich in zwei Jahren das nächste Ziel sein. Denn Triton ist insofern interessant, weil es dort Geysire gibt, die ausbrechen. Und es gibt auch Wolken, Atmosphäre. Also nicht, nicht Wolken, sondern eine Atmosphäre. Und ähm, ich glaube, zusammen mit dem, mit dem ähm, Titan ist er damit auch der einzige Mond, von dem wir wissen, der eine Atmosphäre hat. Ja. Genau. Also von daher ist der vielleicht auch noch ganz interessant. Allerdings weiß man über Triton noch, noch sehr, sehr viel weniger als über... Titan und Europa, die ja bisher die neuen Zeitalter waren, beziehungsweise die neuen Zeitalter ähm, mit Inhalt gefüllt haben. Ja, ähm, dieses, dieses es gibt eine Eisdecke und darunter einen flüssigen Ozean, ist tatsächlich gar nicht selten. Vielleicht lasse ich das mal offen. Das ist tatsächlich gar nicht selten. Denn auch bei Triton ähm, wird vermutet, dass der eventuell einen extraterrestrischen Ozean hat. So. Also hier sind, hier sind schon mal einige Beispiele. Ja? Also Europa, Enceladus. Ganymed, Callisto. Das sind die. Also Europa und Enceladus haben nachgewiesen unterirdische Ozeane. Ganymed, Callisto wird vermutet. Titan, Dione, Mimas als Saturnmonde werden auch vermutet. Also auch der Titan hat einen unterirdischen Ozean, aber der hat eben auch noch zusätzliche Wettereffekte. Also doppelt interessant. Und die Uranus-Monde Titania und Oberon. Ähm, jetzt steht jetzt mh, Triton nicht dabei. Also vielleicht ist es bei dem jetzt nicht der Fall. Obwohl hier der Link vorhanden ist, extraterrestrischer Ozean. Also vielleicht ist die Vermutung einfach noch, noch geringer. Und ähm, sieht dann so aus, dass die entweder ein... Ein Gesteinsmantel haben und darunter einen unterirdischen Ozean oder irgendwie einen Eismantel und einen unterirdischen Ozean. Bei Ganymed ist es zum Beispiel so, der ist ein Eismond. Äh, Ganymed, Enceladus, genau. Der ist ein Eismond, der hat eine Eisoberschicht. Äh, darunter Eis 1, Eis 3, Eis 4, Eis 5. Genau und äh, verschiedene äh, Schichten aus flüss flüssigen Ozeanen in, in zwischen diesen Eisschichten, also auch nicht unspannend. <laughs> Aber im Prinzip ist es die gleiche Story. Deswegen glaube ich nicht, dass sie bei einem anderen, bei einem anderen Mond dieses Thema wieder aufgreifen. Hier ist Callisto auch mit flüssigem Ozean unter Mantel Europa. Genau, also ein, ein, ein Thema, was äh, sicherlich interessant ist und äh, Story hergibt. Aber das ist jetzt schon beim Jupiter Mond auserzählt, würde ich vermuten. Deswegen denke ich nicht, dass sie beim Titan das Gleiche nochmal aufgreifen, obwohl man hier Blubberblasen sieht. Aber ich glaube, dass ähm, Blubberblasen-Icon haben sie einfach aus der Forschung übernommen, die hier früher stand. Wobei ich mir nicht 100% sicher bin. Du hast Neptun gedacht, weil er sehr viele Monde hat. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, und wenn es Triton wird, liegt es ja auch gar nicht so falsch, weil das ist halt ein Neptunmond. Auf dem was Spannendes passiert mit den Grisieren. Aber ich weiß nicht, ob das ausreicht, um eine Story, Story darum zu spinnen. Oder ob sie sich dann was anderes einfallen lassen. Sie könnten ja dann auch sagen: Okay, wir reisen zur Sonne, erforschen die Sonne beispielsweise das wäre ja auch noch ein Thema oder wir gehen weiter raus den äußeren Asteroidengürtel den nächstgelegenen Planeten Proxima Centauri äh, Planeten Sonne aber ich glaube es gibt einen Planeten um Proxima Centauri oder eben noch weiter raus es gibt viele Möglichkeiten und ich hoffe sie lassen sich dann auch mal was neues einfallen was die Spielmechanik angeht und machen nicht wieder den gleichen Kram, den wir jetzt seit Raumfahrt Mars. Raumfahrt Mars, reicht das? Ja, seit Raumfahrt Mars erleben. Das sind jetzt vier Zeitalter, wo man das gleiche macht. Man könnte ja auch den Außenposten einfach anders gestalten, dass man da andere Dinge tun muss. Auch das wäre ja schon innovativ, aber... Im Grunde gibt es immer die gleichen Ressourcen und die Art und Weise, wie man den Au Außenposten ausbaut, ist auch immer wieder die gleiche. Man stellt erst die Wohngebäude, kassiert halt dann ähm, die Credits ab, um damit auf der Karte voranzukommen. Und später baut man dann Gütergebäude auf, sofern man die erforscht hat, um eben auch Güter zu machen. Also kann man zumindest. Ja. Okay, so viel zu meinen Vermutungen, was kommen könnte in der Zukunft und auch euren. Die Spinnen, die Innogema. <laughs> genau. Äh, auf der Karte wurde ich gefragt, wie weit ich jetzt auf der Karte bin. Ich bin leider überhaupt noch nicht weit. Ich habe es nämlich auch ein bisschen... Naja, wobei, auf der Karte bin ich so weit, wie ich eigentlich jetzt kommen konnte, ohne... Bin ich hier richtig? Ach so, doch, ich muss hier drauf ähm, Ungefähr so weit, wie ich kommen konnte, ohne die 50 Diamanten einzusetzen. Morgen, in 18 Stunden, habe ich den ersten Sektor erkundet und kann dann dort... Irgendwas machen. Das sorgt natürlich jetzt auch für eine Verlangsamung, was das Vorankommen auf der Karte und den, die Einnahme der Spezialgüter betrifft. Ähm, was ich jetzt beim, bei der Venus nicht hatte, weil ich ja die komplette Karte schon vorher freigeschalten und erforscht hatte, weil ich die Venus dann doch ein bisschen später angefangen hatte, als ähm, sie rauskam. Aber gut, dann braucht man eben ein bisschen länger, wenn man keine Diamanten nutzen möchte. Genau, dann kann ich noch nicht sehr weit sein. Richtig, aber habe ich eigentlich nicht vor, dafür Diamanten auszugeben, weil ich habe ja sowieso ein Jahr Zeit, um das durchzuspielen. Von daher, ich werde das Jahr sicherlich nicht brauchen. Und warum dafür Diamanten ausgeben, dann doch lieber für... Die weiteren Erweiterungen, ähm, die auch relativ teuer sein werden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel waren es? 2800 Diamanten pro Erweiterung? Habe ich das jetzt richtig im Kopf? Ja, fünf Diamanten sind ganz schön wenig, Fusil. Aber du hattest letztens auch schon mal gesagt, dass du so wenig hast. Vielleicht solltest du mal, du mal ein bisschen sparen. Oder guck doch nach, nee, ich kann nicht nachgucken, weil ich noch nicht im neuen Zeitalter bin. Deswegen müsste jemand nachgucken, der bereits äh, im neuen Zeitalter ist. Hä? Ist es jetzt ausgeblendet, wenn man nichts mehr freischalten kann? Sieht Sieht's so aus? Ja, ist anscheinend ausgeblendet, wenn man nichts mehr kann. Oh, neue Erweiterung. Wie schön. <laughs> okay. Urbanisierung. Toll. Okay, ähm, ja, es wird anscheinend ausgeblendet, wenn man nichts mehr kaufen kann. Äh, neu, also der Tab. Und ich kann euch jetzt nicht sagen, was die Diamanten-Erweiterung kostet im nächsten Zeitalter, weil ich dann erstmal im nächsten Zeitalter sein müsste. Und das kann ich dann erst morgen, beziehungsweise im Nächsten Stream mitteilen, falls wir dann daran denken, da mal zu gucken. Aber ähm, Pi könnte vielleicht sagen, wie es aussieht, falls du noch wach bist, Pi oder wer jetzt sonst schon im neuen Zeitalter ist. Ich würde jetzt noch mal eine Abstimmung machen und zwar seid ihr schon in oder auf dem Jupitermond. Die Antworten sind ja. Nein. Noch lange nicht. Ich warte bis Donnerstag. Oder morgen. Ich schreibe mal Donnerstag wegen wegen Gagstart. Äh, Gibt es noch eine mögliche Antwortmöglichkeit? <lacht> Warum? <lacht> Warum? Okay. Umfrage läuft. Ich mache sie mal auf drei Minuten. Dann ist ein bisschen mehr Zeit. So, okay. Und ich beteilige mich auch wieder, weil. Ich warte bis Donnerstag, damit es zumindest eine Stimme hat. <laughs> also noch lange nicht ist für diejenigen, die, die ähm, noch weiter unten in den Zeitaltern sind und dann eben jetzt noch nicht am Ende der Forschung. Hm, genau, dafür dachte ich mir jetzt noch lange nicht. Ähm, genau, okay. Gibt's noch was zu sagen zum Übeter Mond? Habt ihr noch? 2400 für eine Erweiterung. Danke dir, Fussel. Wer zieht sich aus? Pi zieht sich... Pi zieht sich nicht aus. <laughs> äh, juckt es mich nicht, jetzt zu wechseln? Hm. Nee. <laughs> Stimmt was mit mir nicht? Also, ich habe kein Problem damit, ein bisschen zu warten, wenn ich eh schon ein Jahr gewartet habe. Also, ich habe ja nicht mal ein Jahr gewartet. Dadurch, ich weiß, ich erinnere mich nicht mehr, wann ich in, in ähm, die Venus aufgestiegen bin. Es war definitiv nicht zum, äh, zum Zeitalterstart, weil ich da noch im in, in Mars war. Mars. Oh, nee, im Asteroidengürtel. Also, ich habe noch gar nicht so weit geforscht gehabt. Also, ich bin die letzten Zeitalter auch erst jetzt aufgestiegen. Und das ist jetzt für mich die erste Situation, wo tatsächlich ein Zeitalter rauskommt, wo ich davor mit der Forschung auch wirklich so weit bin, dass ich jetzt quasi das neue Zeitalter starten kann und dann noch nichts vorproduziert habe. Sonst hatte ich immer vorproduziert, weil ich einfach mit der Forschung deutlich hinterhergehangen habe. Und dann eben auch über die Karte schon Dinger machen konnte. Genau. Ja, nee, das. Ich kann da abwarten. Da habe ich Geduld für. So, also ich könnte auch noch länger warten, aber also müsste gar nicht unbedingt morgen aufsteigen. Aber ich werde es morgen machen. Ähm, auch weil wir die Güter brauchen in der Gildenkasse. Und ich habe dann, so neugierig bin ich dann auch, dass ich morgen aufsteigen will. Ich weiß noch nicht, noch nicht, wann ich dann dazu komme, weil morgen ist halt wieder ein normaler Arbeitstag. Und muss halt gucken, vielleicht schaffe ich es irgendwie morgens direkt noch aufzusteigen und dann vielleicht schon ein bisschen was anzugehen, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. Genau. Ähm, ja. Hättet ihr noch irgendwas, irgendwelche... Themen zum Jupitermond, wo wir noch mal drüber reden sollten, wo ich noch mal drüber reden sollte. Falls ja, schreibt es noch mal. Falls nein, würde ich mal eben meine Welten durchgehen. Hier bin ich ja soweit erstmal fertig, aber ich glaube, ich habe noch ein paar andere offene Punkte. Und jetzt ist die Abstimmung beendet. Die meisten haben jetzt geschrieben, noch lange nicht. War auch ein bisschen zu erwarten dass noch einige ähm, noch nicht das höchste Zeitalter erreicht haben. Ist, ist klar. Ähm, zwei sind schon gewechselt. Ähm, zwei noch nicht. Ich warte bis Donnerstag. <laughs> Niemand fragt warum. <laughs> Und ähm, die zwei, die nein, ich vielleicht, hätte vielleicht doch ein normales Nein schreiben sollen. Vielleicht habt ihr ja nur Nein äh, gewählt, weil, weil es mein... Äh, weil ich es äh, nach meinem Nickname geschrieben habe. <laughs> weiß ich nicht. Ihr könnt ja mal, ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr, wenn ihr diejenigen seid, die Nein gewählt haben und euch outen möchtet, könnt ihr ja mal schreiben, warum ihr noch nicht gewechselt habt. Ähm, wenn es jetzt nicht der Grund ist, dass ihr noch nicht wechseln könnt. Genau. Ja, Fusel sitzt noch in der Jahrhundertwende und weiß trotzdem, wie viel eine Diamantenerweiterung aus dem Jupitermond kostet. Da ist doch jemand informiert. Sehr gut. Ähm, aber Fussel, warum hast du so wenig Diamanten? Mal eine andere Frage. Warum hast du nur fünf Diamanten? Das ist sehr, sehr wenig. Gibst du die immer aus? Onata, hallo Onata. Willkommen im Stream. Oder du bist schon länger da. Weil ich gestern in die Venus gewechselt habe. Genau, okay. Das ist natürlich ein guter Grund. Dann bist du quasi noch nicht mehr, noch lange nicht so weit, weil du bist ja jetzt im vorletzten Zeitalter. Ganz frisch, vorletzten Zeitalter. Aber eben noch nicht weit genug. Das ist dann ein guter Grund für ein Nein. Ja, stimmt. Ähm. <laughs> Fussel kauft die Diamantenerweiterung, obwohl es noch gar nicht geht. Sehr gut. <laughs> Okay, gut. Dann äh, würde ich mal eben die Welten durchgehen, kurz. Und kann vielleicht noch ein Wort zu den Welten verlieren. Das hier ist Trommelwirbel. Es ist Walstrand. Ich habe umgebaut. Es ist keine komplett Wüste mehr, ähm, wo mal ein Gesicht drin versteckt war. Sondern ich habe mir die, ähm, die Preise des letzten Events zunutze gemacht und versuche eine schöne Stadt zu bauen. Also hier nicht Effizienz, sondern mal eine schöne Stadt zu bauen. Und ich möchte mit der Stadt dann gerne auch beim nächsten Josie und äh, Pi. Stream am Samstag teilnehmen und dann bin ich sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt und ich hoffe, euer Argument ist nicht nur nutzt deinen Platz, weil das ist, worum es mir hier überhaupt nicht geht. Also im Moment zumindest. <laughs> okay, du hast schon eine Geschichte, sehr schön, sehr schön. Ich habe auch eine kleine Geschichte um die Stadt, aber ich will sie jetzt nicht erzählen, weil ich möchte erstmal eure Gedanken dazu hören. Genau, okay. Das ist äh, Wahlstrand. Das ist natürlich äh, meine Bastelwelt, wo ich äh, dies und das machen kann. Und wo Josie und Pi in ihrem Stream immer Samstag, 19.30, glaube ich. Falls ihr den noch nicht kennt, was ich fast nicht glauben könnte. Weil ihr seid doch hier alle eh auch bestimmt bei Josie und, und Pi dabei. Ähm. Genau, da gibt es dann auch äh, gegen Einsatz von Kanalpunkten eine Städteschau, wenn, äh, wenn, wenn es äh, noch richtig ist von, von, von meinem Informationsstand. Und äh, dann kann man daran teilnehmen. Von ganz wenig Kanalpunkten, glaube einem. Genau. Aber sonst ist hier nichts zu tun. Dann gehe ich mal auf A. Bei A habe ich auch noch was zu sagen. Denn auch hier habe ich mir das Event zunutze gemacht. Und doch noch einiges an Wunschbrunnen hinzugewonnen. Äh, Denn A ist ja meine Wunschbrunnenstadt. Und ich habe jetzt so ein bisschen den Überblick gewonnen. Äh, gewonnen. <laughs> verloren. Den Überblick verloren, wie viele Wunschbrunnen ich vor dem Event hatte. Ich habe jetzt auf jeden Fall... Schauen wir mal mit dem FOE-Helfer nach. Wo guckt man jetzt denn da am besten? Äh, gibt es ein Alle? Ist das hier Alle? Nee. Spezialgebäude? Wohngebäude? Doch, das ist Alle. Da müsste doch jetzt hier Wunschbrunnen. Genau, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jetzt habe ich schon 14 Wunschbrunnen. Ich habe sehr lange mit einem Wunschbrunnen auf meiner Wunschbrunnenwelt ausgeharrt. Und es sind mindestens die vier neu. Und es sind bestimmt auch noch ein paar mehr gewesen. Denn man konnte in dem Event doch ganz gut Wunschbrunnen bekommen, wenn man das Event äh, so angegangen ist, wie das der Mooing Cat beschrieben hat. Und zwar, wenn man im Prinzip auf Spielbretter gewartet hat, wo eben Wunschbrunnen drauf waren und dann gewürfelt hat und mit dem goldenen Würfel dann jeweils den Wunschbrunnen eingesammelt hat. Und genau das habe ich hier gemacht. Und zusätzlich habe ich mit weiteren goldenen Würfeln, wenn mir keine Wunschbrunnen zur Verfügung standen, eben auch noch Heckenlabyrinthe eingesammelt. Und die Heckenlabyrinthe funktionieren ganz genauso wie Wunschbrunnen, sie sind nur deutlich größer. Und sie produzieren zweimal am Tag Dinge. Ob ich die dann wirklich zweimal am Tag einsammeln kann, ist eine andere Frage. Aber man hat eben zweimal am Tag eine Chance auf 50, auf 50 Diamanten. Und wenn ich den Platz übrig habe, warum dann nicht erstmal Heckenlabyrinthe stellen, bevor ich die nötigen Wunschbrunnen habe, um eben Diamanten zu produzieren. Genau, das ist meine Diamantenwelt, meine Wunschbrunnenwelt, meine Wunschbrunnen- und Heckenlabyrinthwelt und vielleicht auch irgendwann Jungbrunnenwelt, ähm, mit dem Experiment eine Stadt zu schaffen, mit der ich, oder bei der ich mit Gebäuden in Forge of Empires eben Diamanten produziere. Mit dem späten Experiment. Das war ja früher viel einfacher möglich, wo es als Tagespreise auch noch Wunschbrunnen gab. Da haben sich ja viele von euch sehr viele Wunschbrunnen bereits zusammengesammelt und können jetzt davon profitieren. Inno hat den Fehler erkannt und äh, schenkt den, den Spielern jetzt nicht mehr ganz so viele Wunschbrunnen für, für wenig Einsatz. Okay. So. Aldrin hat ganz versteckt, äh, ganz versteckt, ganz vergessen, was seine Wunschbrunnenstadt ist. Ich nicht? A. Ah. Ah, es ist. Genau. Ähm, so. Immer nur Hecken. Ja, warum auch nicht? Kann man ja auch machen. Pi. Wenn man, wenn man Hecken hat und keine Wunschbrunnen findet, dann stellt man stattdessen Hecken auf. Und die machen ja auch Diamanten. Also, wenn man den Platz hat, zumindest, dann macht das Sinn. Ich habe auch ein bisschen den Platz für beispielsweise äh, das, die goldene Orrery genutzt und auch zwei Bühnen der Zeitalter. Das ist vor allem, um Güter zu produzieren. Um vielleicht auch bald die Gütergebäude zu ersetzen. Genau. Und Güter des vorherigen Zeitalters produzieren halt die normalen Gütergebäude einfach auch nicht. Genau. Also, die kann ich dann halt wegschmeißen, die, die alten Bronzezeit-Gütergebäude, wenn, ähm, wenn die ganz gut produzieren. Und ähm, auch, also nicht nur um Güter zu produzieren, auch um Bevölkerung zu produzieren und auch mehr Häuser zu ersetzen. Genau. Die Hecke muss weg. <laughs> ja, irgendwann kommt die Hecke weg. Und zwar dann, ähm, wenn ich äh, stattdessen einen Wunschbrunnen aufstellen kann oder wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal. Neue Gebäude, die auch Diamanten produzieren können und an die man relativ einfach rankommt. Ähm, an den, also ein weiteres Gebäude, was ja noch Diamanten produziert, ist ja der Leuchtturm. Aber der produziert eben auch nur 25 Diamanten. Allerdings mit einer Chance von 5%. Und beim Wunschbrunnen oder auch den Hecken oder bei den Jungbrunnen ist die vermutete Chance bei 1% mal schauen ob ich bei diesem heckenlabyrinth in vier minuten diamanten bekomme ich schaue schon mal, schon mal vor nein nur eisen ah münzen münzen aber gut okay so was habt ihr noch geschrieben mmh. Du hast 29 Wunschbrunnen gewinnen können, Aldrin. Das ist mal echt nicht verkehrt. Das ist ziemlich gut. So. Ähm, meine Mainwelt ist D. Also ist auf D, auf äh, Dinegu. Fussel. Ähm, auf Fell ist deine Nebenwelt, äh, deine Hauptwelt. Da äh, bin ich auch. Da würde ich dann als nächstes gleich hinwechseln. Hin Machen wir gleich. Ich lese noch den Text zu Ende. Und ähm, wenn ihr irgendwas drin habt, was ich jetzt überlese, was ihr gerne nochmal erwähnen, erwähnen wolltet oder auch irgendwie thematisieren möchtet hier im Stream, dann schreibt es gerne nochmal, damit ich es nicht überlesen habe. Genau, so. 7 Wohnsprünnen und 23 Schrumpfkits gewonnen. Naja, auch nicht schlecht, würde ich sagen. Äh, wie viele Dias habe ich in der letzten GG produziert? Aldrin, das ist ähm, eine gute Frage. Ich glaube, das kann ich dir nicht beantworten. Das Problem ist, die letzte GG ist komplett im Urlaub gelaufen. Und ähm, man kann natürlich über den FOE-Helfer gucken, was man eingesammelt hat an Diamanten. Aber da ich das ja nicht am, also da ich die GG ja nicht ähm, am PC gespielt habe, lief da dann auch nicht der FOE-Helfer im Hintergrund und konnte die Diamanten-Einsammlung äh, tracken. Ähm, von daher kann ich dir nicht sagen, wie viel Dias ich bekommen habe. Es können auf jeden Fall nicht so viele gewesen sein, da ich nicht so viele Kämpfe gemacht habe. Können wir mal kurz reingucken. Ähm, 650 Kämpfe. Also, so schlecht war es gar nicht. Ich habe auf jeden Fall unser Minimum erreicht von 415 für Spieler der hohen Zeitalter. <laughs> Gut. Ja. Beim Leuchtturm hast du gefühlt null Dias. Tatsächlich kommt mir das auch so vor, Thürer, weil ich habe auch so selten Dias bei den Leuchttürmen. Dabei lauert mein, mein, meine blaue Galaxie nur darauf, die zu verdoppeln. Und es klappt hier auf der Welt eigentlich auch sehr, sehr zuverlässig. Weil einfach die blaue Galaxie hoch ausgebaut ist. Mit äh, 92 sogar. Sorry. Ich muss mal wieder was trinken. Ich kriege langsam raue Stimme. Und einer Stunde muss die Stimme noch durchhalten. Es sei denn, jemand von euch möchte übernehmen. Und kommt mit in den Discord und spricht dann statt statt mir. <laughs> ja, die Amantrex, natürlich ist wie meiner Hauptwelt. Aber das kann ich natürlich nicht, das kann ich natürlich nicht ähm, gegenüber der Weltöffentlichkeit sagen dass ich jetzt eher ein Ästhetikspieler geworden bin und mir jetzt die Schönheit der Stadt am Herzen liegt, viel mehr am Herzen liegt, als eine effiziente Stadt zu haben. Genau, dann würde ich, ja, würd ich mich ja blamieren. Okay. Ähm, so. Hallo Wieselhopf. Willkommen. Äh, uh, nein, was? Uh, uh, uh. Bin um 22 Uhr wieder fit? Huh? <laughs> Ach so, du dachtest, du legst dich kurz hin, damit du um 22 Uhr wieder fit bist. Ah. ja, jetzt hast du ein bisschen, bisschen überzogen, die, den ähm, Fitnessschlaf, aber macht ja nichts. Macht ja nichts. Ähm, so, weniger Kämpfe als du. Ja, kann schon sein. Ähm, wie gesagt, ich war im Urlaub und ähm, ich habe vor allem gekämpft. Wann, wenn, wenn bei euch mitten in der Nacht war. Und zwar habe ich. Also eigentlich ist es, ja eine, ist es ja eine gute Möglichkeit, um viele Kämpfe zu machen, aber ich hatte halt auch keine Lust und ich war mördermüde. Ähm, also keine Lust, viele Kämpfe zu machen. Und ich war mördermüde, ähm, weil das für den Körper dann doch ein bisschen ungewohnt ist. Ähm, wenn man sechs Stunden Zeit versetzt ist, da wird man dann doch äh, müde um sechs Uhr nachts. Also alter Zeit aber da habe ich dann halt auch öfter mal gekämpft, als ich dann abends noch ein bisschen Zeit hatte und die Familie dann schon sich zurückgezogen hat und oder wir nochmal den Fernseher angeschalten haben, da hatte ich dann mal das Handy aufgemacht und reingeschaut in die GG und da war es dann oft so, also ich kann ja jetzt nichts zeigen, Quatsch, war es dann oft so, dass irgendwie mitten in der Nacht relativer Stillstand war bei den Sektoren-Einnahmen und ich dann Mal eben so 100 Kämpfe machen konnte. Und das habe ich dann gemacht und meine Zermürbung verbraten. Und bin manchmal sogar dabei eingeschlafen. Weil ich zu müde war. Genau. Aber. Ja, Jetlag halt. Genau. Und jetzt habe ich den Jetlag quasi umgekehrt. Jetzt bin ich. Gefühlt noch länger wach, aber eigentlich geht schon. Also eigentlich kann ich mich sofort hinlegen und schlafen. <laughs> also einfach, weil, weil ich wenig geschlafen habe. Ich denke, das liegt einfach daran, weil ich wenig geschlafen habe äh, im Flugzeug. Da hat sich nicht die Gelegenheit ergeben. Und da hängt mir immer noch ein wenig Schlafmangel nach. Und weil ich generell wahrscheinlich auch nicht so viel schlafe. Und ich vielleicht immer ein bisschen Schlafmangel habe, was eigentlich auch nicht so gesund ist. Vielleicht muss ich da mal was dran machen. Mal gucken weniger streamen oder so. <laughs> okay. Äh, Visa-Momente. Was meinst du damit, Pi? Ich habe keine Visa-Card. Meine Trümmerstadt. Ach so. Ähm, die Trümmerstadt von, von Rex. <laughs> Im Flugzeug hat man immer so viel zu tun. Ja, tatsächlich ähm, hätte ich viel zu tun gehabt. Hätte ich, äh, wäre ich nicht so vernünftig zu versuchen zu schlafen. Aber es hat nicht, nicht geklappt. Es war zu unbequem. Also tatsächlich, äh, es gab viele interessante Filme, die ich mir hätte gerne noch angeguckt, aber ich dachte mir so. Um 22 Uhr Ortszeit, ich sollte doch lieber ein bisschen schlafen, damit ich zumindest irgendwie vier Stunden Schlaf die Nacht habe. Und dann habe ich zwei Stunden vergeblich versucht zu schlafen, um dann anderthalb Stunden zu schlafen. Und dann kam die, der Frühstückssnack. Hm. Naja. Und das Licht ging an. an. <laughs> Ja. Okay. Ja, ähm, zum, zum Urlaubsthema wollte ich gern auch noch was erzählen, aber nicht heute. Ich habe ja einige Fotos gemacht und ähm, würde so ein bisschen einen Urlaubsstream machen wollen, vielleicht am Wochenende oder so. Ich weiß noch nicht, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Äh, oder irgendwie relativ spontan. Schaut gerne dann einfach rein, wenn euch das interessiert. Oder guckt es nach, wenn euch das interessiert und ihr dann nicht Zeit habt. Ähm, vor allem war für mich halt so gleich der erste Tag super interessant, wo ich äh, im, im Kennedy Space Center war. Ich war ja in Florida. Ähm, erst in der Nähe von Orlando und dann später... An der, äh, am, am Golf von Mexiko, also im Südwesten, dann zum Entspannen. Genau, erst noch erst no so ähm, Bildungs-, Bildungsurlaub gemacht und äh, Freizeitparks besucht und dann, und dann war ich äh, am Golf von Mexiko am Meer. Äh, auch wunderschön, sehr schöner Strand dort. Ja, ähm, erzähle ich noch mehr drüber im Urlaubstream, aber jetzt nicht, weil da kann ich dann noch ein paar Bilder zeigen und dann ein bisschen äh, anschaulicher das Ganze machen. Und ähm, da muss ich aber vorher noch ein bisschen Bilder sortieren, weil ihr wollt sicherlich nicht irgendwie dreimal das doppelte Bild sehen, wo dann das eine davon vielleicht einigermaßen gut aussieht. Und ich möchte euch nicht äh, die Familienfotos und Videos zeigen. Sorry. <laughs> Ihr wisst ja eh schon zu viel, viel zu viel. Und ich habe ich war so clever, mir eine Flasche Wasser direkt hier an den, an den Tisch zu stellen. Jetzt muss ich nicht immer rausrennen. <laughs> Wieselhopf. Ja, das, der Münz, Münztrank hilft, dann kann man wieder, kann man wieder. Kriegt man wieder einen Blick fürs Wesentliche. <laughs> okay. Äh, Manatees habe ich nicht live gesehen. Also ich habe Manatees im Aquarium im Disneyland gesehen. Theoretisch. Aber nicht an der Küste oder in den anderen Gewässern. Aber ich habe Alligatoren gesehen. Äh, Alligatoren, ist so das richtig? Ja, Alligatoren. Und Kängurus. Und Stachelschweine. Nein, das, das sind andere Länder. <laughs> okay. Aber ähm, darüber dann im Urlaubstream mehr. Ja, äh, ach, vielleicht das. Vielleicht das vorneweg. Äh, ähm, Diamantrix. Äh, Cape ohne Saturn 5 ist doch Fake Cape. Ja, ähm, ich habe ein weiteres legendäres Gebäude in echt besucht. Genau. Und zwar die, das Cape Canaveral. Also, Alcatraz hatte ich vor vier Jahren, als ich in Kalifornien war. Dresdner Frauenkirche bin ich öfter schon mal dran vorbeigelaufen. Und das Castle der Monte hatte ich ja schon mal ein Foto gepostet. Noch was? Ich glaube, das war's. Alles andere habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht sehe ich irgendwann mal das Kolosseum, wenn wir dann doch mal nach Rom machen. Mal schauen. Genau. So. Ja, meine Tochter fordert ab und zu Stadtbesucher. Ein. Nee, ich war noch nie in Aachen. Ich war noch nie in Aachen. Das Notre Dame habe ich schon gesehen, Thürerwald. Das stimmt, das habe ich schon gesehen, aber ich habe kein Foto davon. Ich war schon mal in Paris und ich war auch im Notre Dame. Ähm, auch im Notre Dame. Aber das ist schon sehr lange her. Da war ich auch noch äh, ein Kind. Ein Schüler. Ein Schüler, der. Wie heißt das? Naja, zwischen sieben und zehn. Genau. Atomium, nein, ich war noch nicht in Belgien, ist das glaube ich, in Brüssel. Ähm, Himeji, ich war auch noch nicht in Japan. Die Fliegende Insel, die ist ja ein Bauprojekt in China, aber die existiert meines Wissens noch nicht. Also ein an die Fliegende Insel angelehntes Bauprojekt. Ja, Atlantis ist sehr schwierig. Atlantis ist sehr schwierig. Realschule war es nicht. Ähm, ich war auf einer, ähm, auf einer Gesamtschule mit Gymnasialer Oberstufe. Fussel. Also war es Gesamtschule. Das ist halt, das gibt es ja nicht in jedem Bundesland. Genau. Leuchtturm. Haha. Ha. <laughs> Leuchtturm von Alexandria. Der ist leider nicht mehr existent. Und der Babel auch nicht. <laughs> okay. So. Münzen. War zu erwarten, dass ich Münzen kriege. Irgendwie war es zu erwarten. <laughs> okay. Gehen wir mal weiter nach Feldrangier, wo Fussel seine Hauptwelt hat. <laughs> ähm, für mich ist Feldrangier auch eine Diamantenproduktionsstelle. Allerdings habe ich, da, habe ich diese Welt schon sehr, sehr lange und ich habe einen ganz anderen Ansatz hier, und zwar, dass ich Diamanten über die Gildenexpedition produziere. Dass ich die Welt schon sehr, sehr lange habe, seht ihr an den Ausbaustufen meiner legendären Gebäude. Obwohl ich nur in der Eisenzeit bin und begrenzten Platz habe, um produzieren, zu produzieren, sind die eben schon soweit. Und ähm, hier ist halt mein, meine tägliche oder wöchentliche Aktivität, dass ich die Gildenexpedition komplett durchspiele und dadurch Diamanten produziere. Ähm, das funktioniert sehr gut, mache ich wie gesagt auch seit langer Zeit, ist aber eben mit dem Aufwand verbunden, dass man die Gildenexpeditionen möglichst komplett durchspielen muss. Und das ist nicht so ganz so aufwandslos wie eine Diamantenwelt mit Wunschbrunnen. Wenn es auch sogar, glaube ich, erträglicher ist. Also man kriegt mehr Diamanten. So. Und ähm, ich habe die Stadt außerdem auch ein Stück weit in eine Hybridstadt umgebaut, weil ich einfach mehr Platz habe, als ich brauche. Und da habe ich einfach so ein paar Wunschbrunnen. Aufgestellt oder Jungbrunnen aufgestellt, wie ihr hier sehen könnt, an verschiedenen Stellen. Ich kann da noch mehr machen. Ich kann da noch ähm, Schreine des Wissens rausnehmen und sowas. Das werde ich wahrscheinlich auch irgendwann machen. Genau, um noch mehr ähm, Wunschbrunnen zu stellen. Aber auch hier ist, ist der Ertrag noch nicht so hoch. Also, dass ich mit meiner blauen Galaxie, die ich hier zum Verdoppeln der Wunschbrunnen aufgestellt habe, dann tatsächlich auch mal dazu komme, einen Wunschbrunnen zu verdoppeln passiert leider noch lange nicht täglich. Zudem ist eben die Blaue Galaxie das legendäre Gebäude, was ich gerade bearbeite und was eben auch noch nicht hochgezogen ist, sodass sie zuverlässig oder relativ zuverlässig verdoppelt. Ja. Hier gibt es eigentlich nicht wirklich was Neues von dem neuen Zeitalter. Ich habe das Zeitalter durchgespielt. Ich werde wahrscheinlich auch das Orrery noch aufbauen. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch richtig ausspricht. Orrery? Orrery? Weil ich sag mal Orrery und das ist ja glaube ich dann doch eher Englisch. Vielleicht so ein Denglisch, aber also es ist denke ich ein ganz cooles Gebäude für diese Welt und ich habe schlechtere Gebäude, beispielsweise die Feuerpagode und da kann ich das durchaus ersetzen. Ähm, weil es eben auch Güter des vorherigen Zeitalters produziert und die sind nicht ganz so leicht zu bekommen. Sie werden in der Gilde immer noch angenommen. Aber ja, Bronzezeitgüter produzieren sich halt nicht so gut. Ja, gut. Ähm, und ich brauche hin und wieder Bronzezeitgüter. Brauche ich die? Wofür brauche ich die? Ich überlege gerade. Ich glaube, sie gehen mir hin und wieder aus. Genau, für ähm, Quests. Für Quests, wo man verhandeln muss. Dafür brauche ich sie. In der, in, den Gilden, in der Gilden-Expedition verhandle ich nicht, da kämpfe ich nur. Das ist so das erste Ziel gewesen, was ich auf der Eisenzeit-Kampfstadt hatte, dass ich einfach nur noch äh, durchkämpfen kann und nicht mehr verhandeln muss. Und äh, dafür habe ich zuerst die, die legendären Gebäude ausgebaut und so ein paar. Stadtgebäude gestellt. Das ist schon, schon lange der Fall gewesen und dann habe ich dann irgendwann angefangen, äh, Wunschbrunnen noch zu stellen, um eben über die Wunschbrunnen noch ein paar zusätzliche Diamanten zu bekommen. Aber bisher lohnt sich das über die Wunschbrunnen noch nicht so viel. Aber das kann sich ja auch noch ändern. Gut. <laughs> ja, also meine, meine Kampfkraft ist hier. viel 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 zu stark für das, die Eisenzeit. Also ich habe überhaupt kein Problem, dadurch zu kämpfen. Klar, ich verliere hin und wieder Einheiten, aber ich produziere halt auch so viel. Also ich produziere einfach dadurch, dass ich äh, hier wieder Einheiten zurückgewinne, neue Einheiten und dass ich Alcatraz habe. Genau, aber das nutze ich eigentlich nur für für Agenten. Ja, so viel zu der Welt. Weiter nach Uziria und danach würde ich auf die Beta-Welt gehen und da gibt es ja noch was Neues und ich muss zwischendurch aber kurz unterbrechen und auf Toilette, weil ich so viel trinke, muss ich auch auf Toilette aber das geht glaube ich recht schnell so okay so hier kann ich auch wieder die Stundenproduktion anmachen bis 0.10 Uhr werde ich noch da sein. Also vielleicht nicht im Stream, aber wach. Ich habe ja die Streamzeit bis 0.30 Uhr angesetzt. Aber ich muss sie auch nicht voll ausfüllen. Viele von euch gehen ja dann auch schon so gegen 0 Uhr. Wie ich das nach eigener Erfahrung weiß. Und dann... Das ist ja vielleicht auch okay Schluss zu machen <laughs> ja so Aufsteigen wäre natürlich auch eine Möglichkeit in der Eisenzeit Kampfstadt um an mehr ähm, Slots für die an mehr zu kommen genau das habe ich, habe ich auf dem Plan aber ist jetzt noch nicht direkt akut also vielleicht Vielleicht dann beim nächsten Zeitalterwechsel oder beim nächsten Event Ende oder sowas. Mal gucken. So, ähm, jetzt bin ich auf U, uzeria. Und uzeria ist meine Classic-Welt. Und hier habe ich nach classic spielmodus falls ihn einer noch nicht kennt, noch einmal, ähm, man stellt nur Gebäude aus dem Baumenü. Das heißt keine Event und keine Spezialgebäude. Man kann Diamantengebäude erstellen und äh, legendäre Gebäude. Aber legendäre Gebäude auch nur bis zu dem eigenen Zeitalter. Genau, das ist ein Spielmodus, den sich der Zocket mal überlegt hat. Vor bereits längerer Zeit und damals auch gestreamt hat. Ähm, nee, nicht gestreamt, sondern Videos zugemacht hat. Wöchentliche woch Live-Videos oder Live-Blogs. Nee, Live-Videos waren das gar nicht. Wöchentliche Zusammenfassung. Genau. Ähm, aber inzwischen hat er ja andere Sachen zu tun. Genau. Und macht das nicht mehr. Aber es gibt noch ein paar wackere ähm, Classic-Spieler. Darunter auch einige bekannte. Und ähm, falls ihr Interesse habt an dem Spielmodus, hier sehen wir zum Beispiel Arc Angelus. Ne? Auch immer wieder einer. Derjenigen, die hier im Stream sind. Oder Master, glaube ich. Master of Disaster ist, glaube ich, dieser Master. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber glaube schon. Genau. Ähm, kommt gerne zu uns in die Gilde. Wir haben noch Platz. <laughs> es werden immer weniger Leute. Okay. Ähm, ja, also äh, hier müsste ich eigentlich auch wieder mal eine Zusammenfassung und so ein Classic-Video machen, wobei ich halt in den Streams immer mal so ein bisschen reingucke in, in die äh, Classic stadt Ich habe auch hier das Event durchgespielt. Ich müsste die Orrery ja habe ich vollständig könnte ich aufbauen. Da habe ich nur nach den Klass Classic Regeln, Regeln nicht. Und ich habe da auf dem Spielbrett halt einfach versucht, ähm, sowas zu bekommen wie Medaillen für weitere Medaillenerweiterungen und sowas. Genau, also habe mich nicht so richtig im Voraus damit auseinandergesetzt, weil das, ja auch wär, das Event ja auch während des Urlaubs lief und ich auch nicht so viel Zeit dafür dann investiert habe für das Event. Ich habe das nur husch rasch durchgespielt quasi auf allen Welten. Ähm, aber nicht viel darüber nachgedacht, was ich mache, was auch dafür gesorgt hab, hat, ähm, dass ich vergessen habe, Diamanten einzusetzen in dem Moment, wo der Tagespreis das, äh, die, die Bühne der Zeitalter war, um einfach noch mehr, die, ähm, noch mehr Bühne der Zeitalter zu bekommen. Und jetzt habe ich hier halt... Zwar einige Bühne der Zeitbühnen der Zeitalter bekommen. Auf meiner Hauptwelt. Vier Stück. Aber nicht so viele, wie ich eigentlich wollte. Mal davon abgesehen, dass ich mit dem Umbau noch nicht angefangen habe, dafür muss ich mir dann auch nochmal Zeit nehmen. Weiß ich nicht. Könnte ich ja auch in einem Stream machen, aber ich glaube, das ist dann nicht so spannend als Stream. Aber andere streamen ja auch ihren Umbau. Vielleicht streame ich einfach den Stadtumbau. Also. Wenn, wenn ihr nichts dagegen habt, dann, wenn ich da mal ein bisschen weniger rede und überlege, wie ich das stelle, <laughs> mache ich das einfach. Mal gucken. Aber ich rede halt auch gerne über die, die äh, Städte und meine Gedanken zu den Events und so. Und tausche mich auch gerne mit euch aus, weil das ist halt irgendwie das Spannende in, in Streams, aus meiner Sicht, dieser Austausch dass man eben auch die Gedanken von anderen zu den Themen hat. Ähm, und es funktioniert meines Erachtens auch ein bisschen besser als unter YouTube-Videos. Unter YouTube-Videos kommentieren weniger Leute, als in Streams Kommentare passieren. Von daher, ja, das ist immer ganz nett. Das äh, gefällt mir immer. Am besten an Streams, dass man eben mit den anderen sich austauschen kann. Und für mich ist, noch, ist es noch besonders bequem, da ich reden kann. Ihr müsst schon tippen. Also, ihr müsst nicht unbedingt. Ihr könnt auch sagen: ähm, Ich setze jetzt Kanalpunkte ein und ähm, zum Beispiel für mein Thema, ich habe es aber gerade nicht eingeschaltet, glaube ich, ähm, oder für co -Moderator. Und dann hüpfen wir in den Discord zusammen und reden zusammen über Dinge. Genau. Okay. Ja, genau. Mein Thema habe ich jetzt, glaube ich, nicht eingeschaltet, weil ich eigene Themen hatte, habe. Und äh, erstmal die rüberbringen will. Und ich hoffe, es ist auch interessant für euch. Das nächste Thema wäre die Beta-Welt und das dort gestartete Soccer-Event. Was ich ansprechen wollen würde. Zusammen mit Chris Schuh streamen. Ja, würde ich gerne machen, ehrlich gesagt. Das Problem ist nur, der Chris Schuh hat gerade wenig Zeit. Rein theoretisch hätte ich mit Chris Schuh zusammen auch noch ein spannendes Thema vorbereitet für euch. Allerdings warte ich da auf Chris. Und er hat zu so wenig Zeit. Genau. 21 Bühnen im Inventar. Hast du die 21 Bühnen mit Diamanteneinsatz bekommen? Ich habe gehört, dass Pi sehr viele Bühnen ohne Diamanteneinsatz bekommen hat. Ich habe fünf Bühnen ohne Diamanteneinsatz bekommen. Den Schuh würde ich mir nicht einziehen. Ich schon. Also ich mag es sehr, mit, mit Chris äh, über Themen zu reden. Weil er ein bisschen so ähnlich tickt wie ich von denen, also so analytisch rangeht und versucht irgendwie, ja, naja, so, so Dinge, Dinge ähm, ein bisschen in die Tiefe, in, im Detail äh, zu analysieren. Und deswegen mag ich das eigentlich ge immer gerne, wenn wir mal zusammen äh, streamen. Die Gelegenheit hat sich ja... Des Öfteren mal ergeben im FOE-Olymp, aber auch da ist ja gerade ein bisschen Ebbe, auch weil verschiedene Leute nicht so viel Zeit haben und eben auch Chris. Äh, gute Nacht. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Okay. Ich hoffe, ich höre es. <laughs> aber ich denke schon. Ich habe halt keine, keine Musik oder irgendwas an. Es sei denn, ihr macht jetzt die ganze Zeit Kanalpunkte-Musik, aber es ist, glaube ich, keine noch. Ich habe noch nichts freigestalten, großartig. Ich habe es nur kurz vorm Stream mit den Kanalpunkten und dem Sound Alerts eingerichtet, um zu gucken, ob es funktioniert. Und es ist schön, dass es funktioniert. Und ich werde mir ein paar schöne Sounds aussuchen. Genau, äh, Aldrin mit dir Einsatz. Okay. Aber 21 sind ja nicht schlecht. Und äh, Diamantrix hat 24 auf W bekommen, auch nicht schlecht. Genau. Ähm, <laughs> das dachte ich mir schon, Audrin, dass du das nicht, nicht so meinst. Aber ähm, für den a e olymp sieht es gerade ein bisschen schwierig aus. Weil einfach viele, viele gerade ein bisschen angeschlagen sind. Also, bis der Pi geht es nicht so gut. Äh, kann ich nur gute, gute Besserung weiterhin wünschen. Äh, auch die Dosi hatte ja gesundheitlich äh, lange Zeit jetzt was. Ähm, der geht es jetzt wieder besser zum Glück. Ähm, ja, der Zocket hat viel beruflich zu tun. Und Chris Schuh anscheinend, glaube ich, auch. Oder er ist aus anderen Gründen weniger aktiv. Der macht ja auch gerade weniger Videos. Merkt ihr ja auch, vermutlich, wenn ihr ihm auf YouTube folgen solltet. Genau. <laughs> Von daher sind das eher dann die Solo-Aktionen. Solo man, man könnte höchstens so, ähm, also wenn das jetzt mit dem olymp gerade nicht so gut funktioniert, könnte man eher so Sachen machen, dass man vielleicht ähm, gemeinsam streamt. Also. Falls Pi Lust hat, zum Beispiel, könnte er ja zum Beispiel hier mit reinsprechen. Bei mir im Stream. Oder falls Pi und Josi das wollen, könnte ich vielleicht mal bei ihnen mit reinhüpfen oder sowas. Ähm, Dass sich so Gelegenheiten ergeben. Mal gucken. Vielleicht ergibt sich sowas mal. Ähm, ja, aber ein FOE Olymp wäre jetzt sicherlich. Auch nicht so verkehrt mit dem neuen Zilater und den neuen Events und dem vielen, was es alles so Neues gibt. Also, falls sich da eine Möglichkeit ergibt. Ich bin gerne dabei, sofern es zeitlich passt. Ich war, glaube ich, bisher immer dabei. Nur nicht immer zur nicht immer zur ganzen Zeit, sondern eher so episodisch. FOE Olymp Light, genau, Zeolander. Und äh, willkommen. Schön, dass du auch da bist. Du hast, glaube ich, noch nichts geschrieben heute. Aber ich möchte dich auch natürlich dann begrüßen, wenn du was schreibst. Gut, jetzt endlich zum Soccer-Event. Soccer Cup heißt es. Soccer Cup, Fußball-Event. Ja, was gibt es hier Neues? Natürlich gibt es ein neues Gebäude. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, müsst ihr jetzt abschalten. Um das nochmal kurz vorneweg zu sagen. Natürlich, also jetzt zum Thema, natürlich gibt es ein neues Gebäude. Das neue Gebäude ähm, sieht. Wie sieht es aus? Wo, wo finde ich das hier? Sieht so aus. Es ist eine Mühle. Sieht sicherlich ganz nett aus. Wenn man auf die, die Fakten guckt, auf die harten Fakten, dann sieht die Mühle leider nicht so gut aus. Denn auf einer Größe von 4 mal 5, was jetzt nicht gigantisch ist, also es gab schon größere Eventgebäude, Aber für den Output von nur 10 Forge-Punkten und Gütern, die die meisten nicht so wirklich brauchen. Aber dann auch nur random Güter, würde ich sagen, es ist noch nicht so gut das Gebäude aber wie so oft ändert sich das nochmal, wenn das nicht nur ich so sehe, sondern viele so sehen und schreiben, äh, ist es euer Ernst? Wen wollt ihr hier ja eigentlich verarschen? Oder Ähnliches? <laughs> genau, also äh, ins InnoForum. Genau. Und dann ändern sich ja öfter mal nochmal die Werte dieser einzelnen Gebäude und plötzlich sind sie dann doch ziemlich gut. Ähm, ich glaube beim, beim, ähm, na, beim Event davor haben wir uns gerade angeguckt. Habe ich gerade darüber geredet. Wie hieß es nochmal, wo es die Bühne der Zeitalter als Preis gab? Geburtstagsevent hieß es. Genau. Beim Geburtstagsevent, äh, da gab es eine Änderung beim Großkönig und der Großkönigin. Die waren sch vorher schlechter. Und die haben sie aufgebufft. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube auch beim... Bei der Orrerie gab es noch eine kleine Verbesserung. Die Bühne der Zeitalter war von Anfang an so gut, wie sie tatsächlich ist. So, äh, nochmal kurz. Äh. Aus der, außer der Reihe gestreamt, um gewisse Zusauer, Zuschauer freizustellen? Okay. <laughs> eine Vermutung, Orrin. Ne, ähm, ich weiß, warum sie außer der Reihe gestreamt haben, gestreamt haben weil äh, Josie am Samstag keine Zeit hatte. Aber sie wollten einen Stream machen. Deswegen haben sie es sie einfach verschoben von Sonntag äh, von Samstag auf Freitag. Da gab es in ihrem Discord eine Abstimmung auch dazu. Genau, okay. Also Gebäude ist noch eher so mehr. Ähm, was ich noch nicht ge gesagt habe, es ist ein Kettengebäude. Also, man kann da dann irgendwas dranhängen. Ich bin aber nicht mehr so ein Kettenfan, ehrlich gesagt. Im Gegensatz zu Chris Schuh, der ist ein ziemlicher Kettenfan. War er zumindest. Wer weiß, ob er noch Forge of Empires spielt. Ich hoffe. Ja. Ähm, äh, zu den Kettengebäuden. Habe ich allerdings noch nichts gesehen. Ähm, ich bin jetzt auch unsicher, ob ich das jetzt hier im Spiel irgendwo sehen kann. Es ist auch nicht hier auf der Event, also als Tagespreise gibt es auch nur die Kids und das Grundgebäude, aber auch nicht die Kettengebäude. Müsste ich mal im Forum gucken. In der Ankündigung. Und da findet man dann bestimmt auch was zu den Kettengebäuden. Genau hier. Ja, 4x1 sind die Kettengebäude und haben dann mäßige Boni drauf. Kann man machen. Kann man auch lassen. Chris nutzt es ja alles für Forge-Punkte. Ist ja auch eine. Nette Art und Weise, wie man schnell und effektiv Forgepunkte einsammeln kann und die auch mit der blauen Galaxie dann doch nochmal deutlich verdoppelt. Also wenn man jetzt hier irgendwie an der, an der Mühle nochmal irgendwie 20 Ketten, die da dran hat, mit plus zwei Forge-Punkten, dann produziert die eben einfach äh, 50 Forgepunkte und das verdoppelt, werden dann 100 mit der blauen Galaxie. Ist schon heftig. Ähm, kann man machen. Und man hat ziemlich viel Platz in der Stadt verbraucht für wenig Aufwand, den man betreiben muss. Ist eine Option, wie man spielen kann. Ist nicht so ganz meins, muss ich sagen. Ich mag diese riesigen Kettengebäude nicht so wirklich. Ich habe in meiner Hauptwelt ein paar Ketten von der Reuserbahn, ich könnte viel mehr anhängen. Ich habe aber äh von der vom Hippodrom ich könnte viel mehr anhängen, habe aber auch nicht so wirklich mehr Interesse an diesen Kettengebäuden. Ebenso habe ich ein paar Kettengebäude an am Zug. Aber jetzt die Zugkettengebäude. Ja. naja, es ist gleicher. Eigentlich ist es das gleiche. Genau. Kann ich nicht so viel darüber sagen. Das ist, weiß ich nicht. Ich mag es nicht so richtig mit den Kettengebäuden. Ist, glaube ich, Geschmacksfrage. So, bevor ich jetzt weitermache, gehe ich einmal kurz auf Toilette. Und dann bin ich in, ja, ein, zwei Minuten wieder da. Bis gleich. Genau, so. Kack, nein. Nein, Leute. Ich kriege wirklich Halsschmerzen vom Reden. Ähm, und deswegen trinke ich möglichst viel, wenn ich über, über so lange Zeit spreche. Ähm... Weil es halt dann ein bisschen lindert. Genau. Ähm so, jetzt kann ich den, den Ton wieder ausmachen, den ich euch angemacht ha habe als Fahrstuhlpausenmusik. Und dann schauen wir nochmal ein bisschen, ähm, wie das Event jetzt funktioniert. Der, das neue Fußball-Event. Denn es ist nicht 100% gleich. Also es sieht erstmal relativ gleich aus. Es gibt Drinks, es gibt äh, Tickets. Und, ähm die questline ist auch altbekannt und es gibt auch wieder spielerkarten. also wie im letzten jahr sieht es oder ähnlich wie im letzten jahr sieht es aus. es gibt ein team, wo man oder das man aus den spielerkarten zusammenstellen kann. wenn man doppelte spielerkarten hat, dann geht das level hoch von den spielern. wenn man die spieler zum ersten mal hat, dann erscheinen sie. Genau, und die kann man sich natürlich auch noch wieder mit Diamanten kaufen, wenn man möchte. Und ähm, mit den Spielern ist man dann im Turnier aktiv und im Training sieht man das Spielfeld, wie man es auch aus der, dem Vorsprung-Event oder aus dem ehemaligen Früh Frühlingsevent kennt. Es gibt keinen Kalender, ich habe keinen gefunden. Es gab aber bisher auch noch keinen Kalender beim Fußball-Event. Und es gibt keine ähm, Pokale mehr. Ich habe zumindest keine gefunden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr, wisst ihr, ob es eine Rangliste gibt? Also für diese Pokale. Es gab doch sonst die Möglichkeit irgendwie diesen goldenen Pokal oder silbernen Pokal und so weiter zu bekommen, je nachdem, wie man im Verhältnis zu den anderen Spielern ähm, bei den Fortschritten vorankommt. Aber das habe ich hier nicht gesehen. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ich gehe nochmal Turniermodus. Da ist er. Da ist er. Danke, Aldrin. Es gibt ihn noch. Ähm, es gibt die Pokale noch. Okay. Hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert, wenn das äh, raus wäre, weil... Naja, warum was ausbauen, was bisher schon funktioniert. Genau, und hier sehen wir auch die Felder. Ah ja, hier hätte ich auch nach den Feldern gucken können, ohne in die, in die Ankündigung zu müssen. Ja, und... Ja, ich habe mir auch noch keine Gedanken darüber gemacht oder vielleicht schon ein bisschen geguckt, wie man so hinkommen kann. Ein bisschen gerechnet, ob es einfach oder schwer wird, die Mühle voll ausgebaut zu bekommen. Einerseits, weil mich die Mühle im gegenwärtigen Zustand nicht so richtig interessiert, könnte es sein, dass ich die gar nicht aufstellen würde. Andererseits, also wenn sie so bleibt, vielleicht wenn sie sich ändert, würde ich sie bestimmt aufstellen, also noch besser wird. Ähm, andererseits, weil ich noch nicht so viel Zeit hatte. Also, wie gesagt, ich war im Urlaub, danach war ich ein paar Tage auch relativ müde. Da konnte ich dann äh, nur so Spiele spielen, wie, also wenn ich Spiele gespielt habe. Ähm, konnte ich nur spiele spielen wie rocket league, die halt sehr actiongeladen sind, um nicht einzuschlafen ähm, am abend, weil ich noch, äh, weil ich so müde bin. Ähm, aber inzwischen geht's, inzwischen ist alles wieder okayisch. es ist eher die müdigkeit am morgen, aber es geht eigentlich auch. eigentlich, eigentlich, okay. ja, mit diamanten muss man nicht rechnen. Ne? <laughs> aber... Ja, ich würde davon ausgehen, dass man mit Hilfe, also dass man es ausgebaut bekommt, voll ausgebaut, wenn man erstens in der Bronzeliga landet oder der Silberliga, wo man ein zusätzliches Kit bekommt, und zweitens die Kiste hat. Genau, davon würde ich mal ausgehen. Denn mit der mit der ähm na, mit der, mit dem, ach, wie heißt denn das jetzt nochmal? Mit dem Kit. <laughs> genau. Mit dem Kit, ähm, das war ja auch schon immer so, dass man eine gewisse Liga erreichen musste, um dieses Kit zu haben, um das sicher zu erreichen. Ähm, das war bei jedem Fußball-Event jetzt so in letzter Zeit. Also die letzten drei Jahre irgendwie bestimmt. Und mit der Kiste ist es auch so, seitdem es die gibt, muss man sich auch die, auf diese Kiste verlassen. Ohne Diamanten, um, um ohne Diamanten einzusetzen, das zuverlässig zu schaffen, ohne Glück zu haben. Genau. Ja, ansonsten gibt es hier auch wieder das Porträt. Kriegen dann halt nur die Top 1-Spieler, also die, die Diamanten ausgeben. Und äh, noch seltenere Porträts sind dann wahrscheinlich diese hier. Das sind dann wirklich sehr einzigartige Porträts. Zocker Cup 20, 2022 Champion. Also wenn man auf Porträts steht, dann kann man hier die guten Diamanten ausgeben. So Top 10 Porträt. Ist auch nett. Aber dann die ersten drei einzigartigen, die dann wirklich nur eine auf dem Server hat. Das ist schon was Besonderes. Ja. Genau, aber dazu muss man definitiv äh, Diamanten ausgeben. Und dann gibt es dann auch als Belohnung einen Level 2 Winners Plaza. Das ist natürlich auch noch sehr nett. Die gibt es hier auch noch für die Top 10. Aber auch die Top 10 ist schon sehr unrealistisch. Also, das kann man alles nur mit Diamanten schaffen. Genau, aber das ist jetzt nicht mein Ziel. Und ich werde dafür auch keine Diamanten ausgeben, weil das Event jetzt nicht so. Also das Hauptgebäude des Events jetzt nicht so attraktiv ist. Genau, ich könnte jetzt hier ein paar Diamanten ausgeben auf der Beta, weil man ja auch ein paar Diamanten auf der Beta immer geschenkt bekommt bei neuen Features, um das Feature eben auszutesten. Und vielleicht mache ich das auch. So, minimal ein paar Diamanten ausgeben. Vielleicht kaufe ich mir ein paar, ein paar Karten. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. 200 oder 50. Was meint ihr? 200 oder 50? 50 von einem kostet weniger als 50 verschiedene. Ist aber auch irgendwie albern. Dann muss man die dreimal kaufen. Und dann ist man beim Preis wieder gleich wie bei 200. Ist es ist gleich, nee, nicht ganz, aber fast gleich. Ist man bei 1020. Richtig? Ich glaube ja. Genau. Also ich könnte auch 1300 Diamanten ausgeben, weil die Diamanten kriege ich ja eh zum Testen. Mache ich es jetzt? Nee, das reicht. Okay. Ich will euch noch, nämlich auch noch gleich das äh, Turnier zeigen und dafür ist es dann auch gut, noch ein paar weitere Spieler zu haben und vielleicht auch das Deck voll zu haben, denn das Turnier funktioniert anders als bisher. Nicht komplett anders, aber ein Stück weit anders. <laughs> ah, ich finde es schön gemacht. Ähm ich finde es ganz schön gemacht. Mit den Tütchen. Das ist wie früher, als man die Sticker gesammelt hat. Ich habe damals auch Fußballsticker oder Fußballkarten gesammelt. Und Dinosaurierkarten. <laughs> Wer ist der Cousin von Pi? Ja, ähm. Ja, beängstigend realistisch, diese Kartenpackung. Ne? Irgendwie niedlich auch. Schön gemacht. Ähm, wenn Sie sich bei anderen Sachen nicht so viel Mühe geben, bei den Grafiken, kann man wirklich nicht meckern. Beim Game Design, also man. Ähm, das, das ist ja immer, immer so geteilte Meinung. Ne? Also ich finde zum Beispiel, dass das Wildlife-Event wirklich richtig richtig gut ähm, das gefällt mir finde ich das beste Event andere finden es mega doof das war eine Neuerung die die, die sehr viel Veränderung ins Spiel in, ins Eventspiel gebracht hat aber es gab auch schon andere Neuerungen wie zum Beispiel dieses dieses Buddeln äh, im Archäologie Event was dann beim beim Halloween Event übernommen wurde und dann auch das hier mit dem, mit dem Turnier, aber das ist nicht wirklich innovativ. Ja, also, buddeln ist schon was anderes, das ist ein ganz anderes Spielprinzip. Oder auch St. Patrick's Day Event. Ne? Ähm, das ist auch ein ganz anderes Spielprinzip. Und das ist dann schon, da haben sie sich wirklich ähm, Mühe gemacht und Gedanken gemacht, was sie machen wollen und. Es trifft dann irgendwie auf geteilte Zustimmung. Manche finden es super, andere finden es blöd. Ist halt die Frage. Ne? Es kann, das kann ähm, mit, den, mit den Events, äh, mit, dem, mit den na, Zeitaltern genau das gleiche Problem sein. Wenn, wenn man jetzt ein neues Zeitalter macht und dann eine Neuerung einbaut, dann wird wahrscheinlich zu 100% hinterher irgendjemand kommen. Und sagen, das ist doch total ein Mist, den ihr gemacht habt. Warum habt ihr das nicht so gelassen wie früher? Andererseits will man mal was Neues. Ja. Wir haben was Neues bekommen, jetzt auch im Geburtstagsevent, aber das war jetzt auch nicht wirklich innovativ mit dem Spielbrett. War okay. War okay. Vielleicht war es vielleicht die richtige Mischung zwischen innovativ und nicht zu anders. Für die Spieler, die gerne mal ähm, bei Änderungen dann meckern. Okay. Ähm, gut. Gut, um es mal auf Berlinerisch zu sagen. Gut, schauen wir ins Turniererin. Schauen wir mal ins Turnieren. Ähm. Turnier kann man Matches play, äh, playen, <laughs> matches äh, machen, äh, Spiele spielen, wenn man die Tur Turniertickets hat. Auch die kann man gegen Diamanten kaufen und man kann sie äh, in den, in den Event-Quests bekommen. Ich glaube, jede zweite Quest ist ein Turnierticket, die andere zweite dann eben äh, Drinks für das für Training. Und man kann sie auch im Umfeld der Stadt finden, genauso wie die Drinks auch. Also von der Warte her nichts Neues, wie beim letzten Fußball-Event, aber das Spiel ist ein Stück weit anders. Ihr seht nämlich hier keine Prozente mehr. Früher gab es dann bei den, also das sind ja die unterschiedlichen Stärkenklassen: das hier ist Hard, Medium und Easy. Dementsprechend gibt es unterschiedliche Preise bei den unterschiedlichen Stärkenklassen. Und man kann halt die Gegner, konnte halt die Gegner früher zufällig schlagen. Also wenn man Glück hatte. Genau. Wenn man Glück hatte und eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit erreicht hat. Ich gehe mal kurz rüber in. in ins Discord und öffne das Video, was ich heute bei Pi und Josie schon kurz im Discord verlinkt hatte, um euch mal kurz zu zeigen, wie es früher war. Ein Video von mir. Jetzt müsst ihr kurz Werbung mit mir schauen. Furchtbar. Vielleicht gehe ich nochmal kurz zurück. So, hier sieht man es auch gar nicht groß anders, ne? Das sieht gar nicht so groß anders aus in der, in der Einstellung. Und da kann man jetzt den härtesten Gegner wählen. Früher war ja, ist man ja oft mit dem härtesten Gegner am besten gefahren. Und dann sieht das hier anders aus. Dann gab es hier die Siegeschance. Und man hatte entweder eine schlechte Siegeschance oder eine geringe Chance zu gewinnen. Und hat dann hin und wieder gewonnen. Und man konnte mit Hilfe der Spielerkarten die Siegeschance, wenn man die Spielerkarten geändert hat, manchmal noch verbessern. Ähm, das hier ist ein Beispiel, wo man die Siegeschance deutlich verbessern kann. Deswegen habe ich hier eben auch gerade dieses, diesen Videoschnipsel rausgesucht. Ja, ähm, ihr seht, ich habe auch tatsächlich gerade eine gegnerische Aufstellung, die sich sehr gut macht, wenn er ja sehr viele. Gleiche Gegner sind, dann kann man ähm, die immer ganz gut schlagen. Schauen wir mal, ich bin jetzt bei 40%. Geil, oder? Ich kann reden, ohne den Mund aufzumachen. Auf wie viel Prozent ich komme, wenn ich jetzt hier beispielsweise mal alles gegen Grün austausche. 62, das ist absolut stark für den stärksten, den stärksten Gegner. 62% Siegchance. Also, zweimal 62 Prozent, äh, das wird hoffentlich gelingen. Schauen wir mal. Und es gelingt schon beim ersten Mal. Und das reicht mir auch. Ja, genau, das, das wollte ich nur zeigen. So war das Spielprinzip früher. Ähm, und jetzt, also, um es nochmal zusammenzufassen: Man hat halt eine gewisse Chance gehabt, dass man den Gegner schlägt die war beim stärksten Gegner meistens deutlich geringer. Ich habe hier schon 40 gehabt und habe sie dann noch auf 62 verbessern können durch eine, durch, durch eine andere Aufstellung. Und ähm, was Eno dann macht, ist quasi einen hundertseitigen Würfel zu nehmen, ihn zu würfeln, und wenn man eine Zahl über 62 hat, dann hat, man, hat der Gegner gewonnen und wenn man eine Zahl unter 62 hat, hat man selber gewonnen. Also, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Genau. Und man kann halt Pech haben und man kann Glück haben. So ist es eben, wenn man würfelt. Ähm, ganz so ist es tatsächlich nicht, weil man in der Programmierung, ähm, weil in der Programmierung das Randomisieren, das Würfeln quasi ein bisschen komplexer ist, aber äh, um euch das anschaulich zu machen. Genau. <laughs> ähm, und jetzt haben wir folgendes Bild und zwar ach jetzt habe ich mir das ein bisschen selber verbaut jetzt habe ich mir das tatsächlich ein bisschen selber verbaut weil ich gerade Diamanten eingesetzt habe jetzt kann ich euch das nicht mehr ganz so gut zeigen aber ich kann versuchen das zu erklären also im moment ist es so ich würde gegen jedes andere Team mit dem Match Result Win enden. Also, ich gewinne jetzt gegen alle Gegner, die jetzt hier in, dem, in der Aufstellung sind. Und zwar, so wie, ich, so wie ich es verstanden habe, gewinne ich zu 100%. Also, es gibt keine, keine Prozent, es gibt kein Glück mehr. Das einzige, wovon es abhängt, ist, dass man bessere Spielerkarten hat also wenn die eigenen spielerkarten vom level her höher sind als die spielerkarten des gegners, ist es schon mal gut. und zusätzlich kriegt man noch mal punkte, wenn ich das richtig verstehe. wenn beide eigenen spieler mindestens ein level über dem gegnerischen spieler sind, dann kriegt man noch mal hier plus eins. Aber vielleicht verstehe ich das noch nicht ganz richtig, weiß ich nicht. Ich kann hier auch noch mal die Spieler ändern. Vielleicht habe ich noch irgendwo einen besseren. Ne, ist schon, ist schon die beste, das beste Team ausgewählt. Was es auch nicht mehr gibt, ist Kontereinheiten. Also man kontert nicht mehr Sturm gegen Abwehr, sondern man kontert jetzt quasi immer Abwehr gegen Abwehr, Mittelfeld gegen Mittelfeld und Sturm gegen Sturm. Also, von daher eine deutliche Vereinfachung vom Spielprinzip. Aus meiner Sicht auch eine. keine Verbesserung. <laughs> so, ich mag's nicht. Ähm, ja, der Konterspieler ist halt der Spieler der, der gleichen Funktion auf dem Spielfeld, komischerweise jetzt. Also wenn man jetzt, also man kann die tauschen, man kann hier auch jetzt beispielsweise Abwehrspieler reinsetzen, aber man kriegt, dann, man kriegt dann Minuspunkte und plötzlich gewinnt der Gegner, also an dieser Stelle gewinnt der Gegner dann, weil die so schlecht sind. Ja, also der Konter ist jetzt anscheinend die gegnerische Einheit. Ähm, Kann es ja mal spaßeshalber noch mehr auf Minus stellen. Und jetzt verliere ich. Jetzt verliere ich das Spiel. Mit dieser Aufstellung. Also es wurde deutlich vereinfacht. Man muss jetzt nur noch gucken, hat man Spieler, die in den roten Slot passen oder den grünen Slot passen, mit. Hat man die Spieler drin, die das höchste Level haben? Fertig. Und wenn man dann stärker ist als die Gegner, gewinnt man. Und zwar zu 100%. Überraschung. Ja. Überzeugt mich nicht. <laughs> Überzeugt mich nicht. Ich fand das alte Prinzip besser. Da musste man zumindest noch ein bisschen nachdenken. Aber gut. Dann eben nicht nachdenken. So, ähm, jetzt ist es so, dass ich hier immer gewinne, weil... Nee, ist ja gar nicht mehr so. Genau. War jetzt nur, war jetzt nur bei dem ersten Spiel so. Jetzt bin ich so weit aufgestiegen, äh, dass ich auch als Top-Spieler äh, stärkere Gegner bekomme. Und hier sieht es jetzt so aus, dass der, dass ich hier nicht überlegen bin. Er aber irgendwie auch nicht so richtig. Hier bin ich auch nicht überlegen. Er aber irgendwie auch nicht so richtig. Ich glaube, die, die Pfeile könnten sein, dass die auch nochmal zählen. Und das hier zählt hier nochmal plus eins. Und hier ist er stark überlegen, weil er zwei Spiele hat, die jeweils einen Level über meinem sind. Und dadurch gewinnt er. Genau, das kann ich jetzt halt hier nicht. Spielen, da könnte ich jetzt hier halt jetzt mal tauschen. Mache ich jetzt mal. Und an der Stelle kann ich auch nicht gewinnen. Genau. Also, das ist halt dann noch eine Option, dass man mal tauscht und guckt, ob man dann vielleicht nach dem Tauschen gewinnt. Ich denke, es wird immer noch am sinnvollsten sein, gegen den stärksten Spieler zu kämpfen, um einfach mehr Ranglistenpunkte zu machen, um dann hier in der Liga entsprechend hochzukommen. Genau. Und vielleicht ist es von daher auch nicht verkehrt, äh, zum Anfang mal so ein paar Playerkarten zu kaufen, wenn man nicht sofort Glück hat und äh, 50 bekommt. Genau. Um gleich am Anfang schon ja, in, der Liga, in der Liga oben mitspielen zu können. Also gegen den stärksten Gegner mal kämpfen zu können, hin und wieder. So, kurz sagt Thürer, weil, Ähm, Gewinnt man dann immer. Es sieht so aus, als wenn man tatsächlich immer gewinnt, wenn der Wind steht und immer verliert, wenn der Loose steht. Also kein Zufall mehr. Ähm. <laughs> ja, äh, Pseudo-Zufallszahlen. Ja, <laughs> genau. Stimmt, Chris Schuh hat ein Video über, über den Zufall gemacht. Ähm, und der hat es auch ganz gut erklärt, wie das tatsächlich funktioniert. Und was, wofür er, also er hat den mathematischen Blick dafür. Wofür er allerdings nicht so ganz den richtigen Blick hat, ist für die tatsächliche Umsetzung, äh, wie sie dann auf Computern funktioniert. Weil man natürlich ein Programm, was ja auch Forge of Empires ist, äh, auf einem Computer umsetzen muss und äh, da funktioniert das mit der Zufallszahlengenerierung nochmal ein bisschen anders. Könnte ich auch nochmal ein, noch ein Video drüber machen, aber ehrlich gesagt, das ist zu nerdy. Okay. Und davon, davon gibt es Videos von anderen Leuten, die das nicht im Rahmen von Forge of Empires erklären, aber... Die im Prinzip das gleiche erklären. Von daher ist es eigentlich nicht notwendig, da was zu erklären. So. Und die machen das, zu, denke ich, auch besser als ich. Ich müsste mich da erstmal nochmal äh, im Detail einlesen. Auch wenn ich es grob weiß. So. Rush Quest sofort erledigen bringt viele Spielerkarten. Das ist auch eine Option. Diamantrix. Allerdings muss man dann auch im Turnier immer schön mitspielen. Und ähm, du musst halt dann auch am Turnier, also du gewinnst ja dann immer Turniertickets und solltest die wahrscheinlich auch wegspielen, weil du sonst keine neuen Turniertickets generierst in der Leiste, weil du ja immer nur drei drin haben kannst. Ähm, um dann auch möglichst viele Turniertickets zu bekommen über das gesamte Spiel hinweg. Und wenn du die ersten Turniertickets wegspielst, dann hast du eben noch keine. Also nicht unbedingt. Viele Spielerkarten. Du kannst natürlich gleich welche bekommen, weil die gibt es hier auch als Tagespreis im Turnier. Und ich glaube, das war auch immer so, dass es die Spielerkarten als am ersten Tag gibt. Und das ändert sich, glaube ich, auch in dem Live-Spiel dann nicht. Das ist jetzt hier auf der Beta so und es wird wahrscheinlich auch im Live-Spiel so sein. Genau. Ja, man kann die Tickets sammeln, aber dann verliert man halt Tickets. Muss man abwägen. Kann man sammeln, aber man verliert dann halt die Tickets, die man stattdessen generiert am Tag. Genau, und was die Tagespreise jetzt sein werden, das weiß man ja noch gar nicht so ganz genau. Ähm, da das Event dann erstmal einmal durchgelaufen sein muss, wo das dann alles mitprotokolliert wird von den Leuten, die das fleißig ins Wiki einstellen. Und dann veröffentlichen, was die Tagespreise über das Invet äh, Event hinweg sind. Ähm, ich kann jetzt halt nur sagen, Tagespreis ist auf jeden Fall ähm, im Training. Der erste Tag war ähm, das Adeln kloster und auch in, als Tauschpreis die Siegarena. Eigentlich nichts Überraschendes, einfach die Preise der, des Fußball-Events der letzten Jahre. Und da ist natürlich am attraktivsten aus der ersten Erinnerung die Siegarena. Äh, Quatsch, die Siegarena. Der, der Siegerplatz. Winners Plaza. Auf Stufe 2. Oder ist es Football-Event? Nee, ist Football-Event, oder? Bin, bin unsicher. Hippodrom. Ist es nicht auch Football? Football-Event? Soccer-Event? Ich schaue mal eben. Ich schau mal eben in die alten Events rein. <laughs> ähm also, Fender Wiki Event. Soccer-Event oder Soccer-Cup haben wir seit 2014 schon. Genau, da gab es glaube ich die Siegarena. Nee, auch noch nicht. Da gab es den Fanshop. Den gibt es möglicherweise auch als Preis. Ähm, 2016 dann wieder. Also zu jeder, zu jeder Fußballwelt und... Europameisterschaft. Ach, da gab es diese Elemente für ein Stadion. Dann 2018. Ja. Und wann kommt's da? Todus der Edule. War da wohl der Hauptpreis? Denke ich. Die anderen sind ja nicht so super. Dann 2019 auch, weil ja, glaube ich, dann auch die Frauenfußball-WM mit dazu kam. Genau, hier sind die Frauen. Oder EM. Weiß ich nicht genau. Schnell mal runtergescrollt. Okay, hier sind die Altare gewesen. Dann 2020, jetzt haben wir dieses, dieses Event jedes Jahr. Dabei war, glaube ich, letztes Jahr überhaupt kein Fußball, oder? Wegen Corona. Da dann das Apodrom, was Diamantrix gerade meinte. Ähm, 2021. Ja, Atomkloster hat wir schon gesehen. Genau, also Sieger, äh, die Sieger, der Siegerplatz ist dann äh, Football-Event. Ja, was lohnt sich denn jetzt hier? Hm. Alles jetzt nicht so grandios, oder? Hypodrom am ehesten. Wahrscheinlich. Das Adlon-Kloster ist doch nur Verteidigung. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat ganz gut Forge-Punkte. Aber ist Verteidigung. Genau. Also, wahrscheinlich für die Allermeisten nicht wirklich interessant. Weil sich Verteidigung auch nicht wirklich lohnt. Genau. Siegplatz müsste als Tagespreis kommen. Weiß ich nicht, vielleicht. Wir werden es sehen. Ähm, jetzt kann man es noch nicht sagen. Jetzt kann man es noch nicht sagen. Ähm, das wird ja erst mitgeschrieben, was dann tatsächlich ähm, über die Tage in, in der, auf der Beta läuft. Und es ist auch nicht zu 100% korrekt. Also es gab schon den Fall, dass die Preise, die es auf der Beta gab, dann hinterher nicht auf den Live-Servern gab. Also bestimmte Preise. Genau, so richtig verlassen drauf kann man sich also auch nicht. Genau, aber im Wesentlichen ist das Spiel gleich, es ist nur einfacher geworden. Für manche sicherlich dann auch gut, weiß ich nicht. Also man kann es halt schneller spielen, man muss halt nicht die Spielerkarten durchtauschen, man kann es halt schneller hintereinander wegspielen und man muss nur gucken, wenn man neue Spielerkarten bekommt, hat man einen besseren Spieler, den man jetzt tauschen kann. Und dann ist das Tauschen einfach ganz einfach. <laughs> Ansonsten, ähm, ja, geht, glaube ich, das Event schneller von der Hand. Jetzt einfach. Aber ich finde es eher nicht so schön. Muss ich sagen. Genau. Okay. Und dann hätte ich jetzt hier um 0 Uhr alle Themen durch. Die ich machen wollte unbedingt. Heute. Und nächste Woche. Also nächste Woche könnte ich, also ich werde äh, garantiert, also nicht garantiert, nicht 100% garantiert. Das hat ja jetzt vom äh, Urlaub auch nicht geklappt mit dem, mit dem ähm, Stream. Aber ähm, sonst hat es immer geklappt. Könnte ich nochmal Forge of Empires machen, weil dann ja das neue Event auf dem Live-Server gestartet hat, also das Archäologie-Event. Aber ich könnte auch zwei Wochen warten. Also werde ich wahrscheinlich nächste Woche wieder eher Portal machen, wenn der äh, Seeker Zeit hat. Und dann können wir im Koop weiterspielen. Ähm, Freue mich natürlich, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. Ähm, ich werde dementsprechend die, äh, meinen Zeitplan in der äh, bei Twitch anpassen. Jagged Alliance 2 würde ich eher spontan machen. Tyraweil. Also. Ich würde, also, wenn Seekert Zeit halt, hat, würde ich äh, Portal machen. Wenn sika keine Zeit hat, würde ich wahrscheinlich auch Portal machen, aber dann im Singleplayer. Ähm, auch weil ich weiß, dass ähm, die anderen beiden Portal-Spieler, die ja letztens zu mir rüber ähm, zu mir rübergekommen sind, auch Portal spielen am Mittwoch. Und zwar vor mir. Und vielleicht kommen sie dann auch wieder rüber. Also, deswegen lässt sich das eigentlich ganz gut verbinden. Und da der eine war ja dabei, der mir echt, echt wirklich interessante Tipps gegeben hat äh, zu diesen ähm, Achievements, die man noch bekommen konnte im Singleplayer. Und äh, falls er wieder dabei sein könnte, wäre das natürlich wirklich nett. Also deswegen würde ich das gerne wieder am Mittwoch machen, um ihm die Gelegenheit zu geben, dann quasi im Anschluss an den anderen Stream von seinem Kollegen äh, mit zu mir rüberzukommen. Und vielleicht wieder auf, hin, äh, auf ein, das eine oder andere aufmerksam zu machen. Genau, und außerdem ist Portal ja auch dann, also Portal 2, dann ja wahrscheinlich auch äh, irgendwann durch. Das ist ja ein Spiel, das anders als Forge of Empires ein Ende hat. Wie? Wie? What the fuck? Was What the fuck, Aldrin? <laughs> Oder, oder fragst du, ob, ob, ähm, ob Diamantrix mit What the Fuck komplettieren wollte? Okay. Ähm, vielleicht, wenn Aldrin noch da ist, noch mal was zur, zur Gags. Zur Gilden, nee, nicht Gags, Gilden, Gilden, Gildengefecht heißt das. Gildengefecht. Genau. Ähm. Äh, Aldrin ist ja einer der wenigen, die unter den Zuschauern, die auch ihre Hauptwelt auf Nego haben. Und obwohl ich ja heimlich natürlich meine Hauptwelt auf WW Strand habe, ne? <laughs> aber nur heimlich und nur für dich, Dir Mantrix. <laughs> ähm, Und äh, es, es hat sich jetzt so zugetragen, dass... Ordensgilde, Gilde, das ist die Gilde Black Dragon Friends, wo äh, Aldrin hier auch ganz oben steht, ähm, in unserer Gegnerschaft war. Und ähm, auch wenn ich die, die Gildengefechte jetzt nicht wirklich verfolgt habe in dieser Saison, weil ich eben im Urlaub war, vor allem, und da nur so Lachs mitgespielt habe, ist es halt so gewesen, dass äh, sie zum Beispiel als Gilde fast permanent irgendwie in die Ecke gedrängt waren und kaum was machen konnten. Ich habe schon mal darüber geredet, über Fairness in, in den, in den äh, Gildengefechten. Ich finde es nicht schön, wenn sowas passiert. Ich finde, man sollte immer gucken, dass man... Den anderen Gilden auch noch ein bisschen Raum gibt. Also nicht unbedingt Raum nach innen, sondern Raum zum Zermürbung wegspielen. Also klar, man will natürlich gewinnen und man will auch gegen den zweiten Platz gewinnen. Ne? Und deswegen kann ich verstehen, dass man, dass man ähm, die Sektoren am Ende auch alle haben will oder möglichst viele haben will. Aber man kann sich ja zum Beispiel mal ein bisschen Zeit lassen. Ein bisschen Zeit lassen bevor man gewisse Sektoren einnimmt. Um zum Beispiel den anderen Gilden die Möglichkeit zu geben, einfach auch nach irgendwie auf 140 hochzuspielen, bevor man den Sektor einnimmt, damit die anderen Gilden einfach ihre Zermürbung loswerden können. Wenn man, ich meine, dass, dass man in, Ecke, in die Ecke gedrängt ist und nichts machen kann, warum klicke ich nur immer drauf? Man kann eh nichts sehen. Dass man in die Ecke gedrängt ist und nichts machen kann, ist halt eine Sache, das ist schon frustrierend genug. Wenn man dann noch nicht mal spielen kann, weil es nie einen offenen Sektor gibt oder für eine Minute, wenn man die richtige Minute abpasst am Tag, mal ein Sektor offen ist, dann ist es noch frustrierender. Und das ist ein bisschen schade, dass auch meine Gilde da jetzt überhaupt keine Rücksicht drauf genommen hat. Ich weiß nicht, ob es vielleicht zeitweilig, ob, äh, zeitweilig darauf Rücksicht genommen wurde. Ich habe immer mal wieder versucht, darauf Einfluss zu nehmen und immer mal wieder gesagt: lasst doch die Sektoren ähm, am Rand, wo die anderen Gilden drankommen, zumindest ein bisschen offen, sodass sie ein bisschen darauf kämpfen können, die anderen Gilden. Genau. Aber, ja. Naja, also. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist halt, dass die Gildengefechte einfach vom Konzept her unfair sind. Und sie sind stinklangweilig. Also, ich habe wirklich absolut 100% die Lust verloren an diesen Gildengefechten. Ähm, die Quittung dafür, dass ich die Lust verloren habe, ist, dass ich im Rang abfalle. Weil anscheinend immer noch genügend Leute Lust drauf haben und ordentlich rumkloppen. Ich war mal im... Hier stand mal eine 80 vorne. Also ich hatte keine 80, sondern war auf Rang... Ich glaube, mein bestes war 87. So, und dieses stumpfe Rumgeklopper. Also der einzige Reiz, den die Gefechte aus meiner Sicht nach ausmachen, ist die Planung wie man welche Sektoren in welcher Reihenfolge einnimmt. Aber das ist halt zeitaufwendig. Und dafür haben wir andere Leute, die das machen, die das gut machen. Bin ich auch sehr dankbar dafür, dass sie das machen. Ähm, und mir fehlt dafür die Zeit. Aber spielen, einfach nur spielen, ich habe keine Lust mehr auf die Grillengefechte, ganz ehrlich ich über ich hadere schon damit ehrlich gesagt meine Gilde zu verlassen um nicht mehr diese 415 Pflichtkämpfe zu machen also manchmal hat es ja ein bisschen Spannung wenn man dann Gegner hat der einem ebenbürtig ist und man Rennen hat dann hat es noch ein bisschen Spannung ähm, weil man dann Sektoren schneller einnehmen muss als die anderen aber für mich in, in einer Gilde, die extrem gut ist in den Gildengefechten, ist es langweilig, weil es in den allermeisten Fällen einfach keiner nicht diese Spannung hat. Und für diejenigen, die in einer Gilde sind, die nicht ganz so gut ist, ist es genauso langweilig, weil sie in den Ecken rumhängen müssen. Zumindest wenn sie in der Liga landen, wo sie die für sie gesehen blöden Gegner haben. Sonst sind sie möglicherweise dann die blöden Gegner für Leute, die noch weiter unten in den Liegen sind. Aber auch da ist es dann ja nicht besonders spannend. Also ich finde es konzeptionell nach einem Jahr, also es ist ja, ist ja, ist ja, läuft ja schon länger als ein Jahr. Aber ich finde es jetzt einfach öde, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ob sie euch noch Spaß machen. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, erwähnt, dass sie mir keinen Spaß mehr machen, die Gildengefechte. Aber es wird nicht besser, es wird eher schlimmer. Also mir macht es weniger und weniger Spaß. Mhm. Genau. Noch was? und zwar äh, gab es auf den Nego mal diese, diese Forderung an die großen Gilden, dass sie doch den den Home Sektor freilassen sollen. Der Home Sektor ist der Sektor auf dem dritten Ring, der direkt neben dem neben der Basis ist. Das war mal so eine Forderung. Das war mal so eine Forderung von ähm, kleineren Gilden auf die Negu. Ich weiß nicht, ob das auf anderen Welten auch gefordert wurde. Ich habe diese Idee ehrlich gesagt nie verstanden, weil was nützt es dir, wenn du diesen, diesen Home-Sektor, diesen einen Sektor auf Ring 3 hast, aber um den Sektor rum alles eingenommen ist und eingenommen wird? Was hast du davon? Also dann kannst du ja genauso wenig kämpfen. Also, dann musst du den Home-Sektor auch mal wieder verlieren. Und dann, also, es würde Sinn machen, wenn man sagt: Okay, der Home-Sektor darf eingenommen werden, aber nachdem er einmal eingenommen wurde, muss er zu 100% für die Gilde reserviert sein, die die Basis daneben hat. Und dann könnte, sie, könnte die Gilde halt nach vier Stunden den Sektor wieder zurückholen. Dann wären zumindest diese Kämpfe da. Aber wenn du jetzt einfach nur den Home-Sektor hast und die drei umgebenden Sektoren auch alle eingenommen sind, Hast du ja nichts von diesem Home-Sektor. Haustiersekt Haustier-Sektor. Genau. Und deswegen fand ich diese Forderung immer ein bisschen mm, undurchdacht. Ähm, das einerseits, also ich fand sie halt nicht sehr sinnvoll. Ich fand es einfach sinnvoller, Sektoren freizulassen und zu schützen und nicht direkt einzunehmen. Damit die Kämpfe gemacht werden können. Also das andere, was ich vorhin schon beschrieben habe, statt diesen Home-Sektor zwingend freizulassen oder den Hostel-Sektor zwingend freizulassen. Ähm, genau. Und dann ist es halt einfach ein inhärentes Problem der Gütengefechte, dass einfach sie vom Konzept her unfair sind. Und ich glaube, ich glaube, wirklich gute, gute Lösung wäre, das über die Güter zu steuern. Also inzwischen bin ich mehr und mehr von der Güteridee überzeugt, dass man sagen, dass man das so machen müsste, wie in den, im GVG. Im GVG ist es so, je mehr Sektoren man selbst besitzt, desto teurer ist es, noch einen weiteren Sektor zu holen. Und wenn das in, der, in, den, in, der, äh, in den Gildengefechten genauso wäre, dann müsste man das so skalieren, dass es im Prinzip sich nicht lohnt, für die stärksten Gilden komplett Ring 1 bis 3, beziehungsweise Ring 1 bis 4 bei der anderen Karte einzunehmen. Also die Hälfte einzunehmen. So müsste man das skalieren. Und dass sie dann wirklich auf Güter achten müssen und sagen, okay, hier kämpfen wir jetzt mal nicht mehr weiter, sondern machen ein bisschen langsamer. Und dadurch mehr Raum entsteht für die kleineren Gilden, die dann einfach sehr kostengünstig Belagerungslager stellen könnten, mit geringen Güterkosten. So wie im GVG. Wenn du wenig Sektoren hast, kannst du mit geringen Güterkosten Belagerungen stellen. Und ich glaube, das wäre eine. Möglichkeit, wie man alle mehr mit ins Spiel nehmen könnte. In den Gildengefechten. Ja, ein Limit wäre auch eine Möglichkeit. Kann man auch machen. Aber es gibt noch andere Ideen. Also, ich hatte ja auch noch die Idee, dass man die, die Punkte nach oben hin öffnet. Die Liga-Punkte dass man eben nicht bei 1000 gedeckelt ist, sondern immer weiter, weiter sammelt und äh, sich so wirklich nur die Gilden zusammenmischen, ähm, die wirklich gleich stark sind. Also wir würden dann halt nur noch gegen Top 10 Gilden spielen oder sowas. Also so in der Art oder Gilden halt, die wirklich stark in, ähm, in den Gildengefechten sind und wo man e eigentlich die rund um die Uhr rennen hat. Das ist allerdings auch, glaube ich, stressig. <laughs> Es wird dann, glaube ich, sehr stressig. Und man hätte immer die gleichen Gegner, mehr oder weniger. Solange bis ein Gegner absteigt und ein anderer Gegner aufsteigt, was die Liga-Punkte betrifft. Genau, so könnte man das halt auch machen. Ja, also ich glaube, da hatte ich ja auch irgendwie. Gab es noch mehr Ideen, glaube ich. Hatten wir schon mal drüber geredet. Genau, aber ich finde diese Idee mit den Gütern immer, also immer charmanter, muss ich ehrlich gesagt sagen. Auch wenn es natürlich eine teure Angelegenheit ist dann, ne? Also, wenn die Gilden, die sehr erfolgreich im, in den Gildengefechten sind, dann noch mehr Gildengüter sammeln müssen, um das erfolgreich machen zu können oder, ähm, relativ gedankenlos machen zu können. Und das würde dann einfach noch mehr Anreiz bieten, dieses neue, ähm, Legendäre Gebäude zu bauen und auch die äh, Atomiums zu bauen. Ja. Okay. Freakman, einen guten Abend. Schön, dass du auch noch gekommen bist, aber ich werde jetzt Schluss machen. Ähm, Diamantrex möchte gerne, dass ich nochmal auf Weg gehe. Das kann ich natürlich machen. Ich gehe nämlich nochmal die Welten durch und sammle die. Ähm, sammel einmal ein. Und das kann ich auch gerne noch on-Screen machen. Das mache ich jetzt eh. Aber ich glaube, vom, vom Reden her bin ich jetzt einfach durch. Genau. Der Hals kratzt. Es ist unangenehm. Ich möchte jetzt nicht mehr so viel reden. Das ist auch das Schöne, wenn man Portal spielt. Dann redet das Spiel halt sehr viel. Wenn man Forge of Empires spielt und streamt und alleine streamt, dann ähm, ist es ganz schön. Ja. Ganz schön äh, stimmbandreizend. <laughs> Zumindest für mich. Es kommt sicherlich auch darauf an, äh, wie die Physi Physiologie der einzelnen Menschen ist es gibt bestimmt auch Leute, die den ganzen Tag quasseln können, ohne dass sie heiser werden und Halsschmerzen kriegen. Ich gehöre nicht dazu. Ich kann zwar den ganzen Tag quasseln, wobei ich quasi gar ich, eigentlich geriesel ich gar nicht so viel beim Stream, beim Stream. Ähm, sonst rede ich gar nicht so viel. Oder? Freakman wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt Rocket League spielen, da bist du eher die, die Quatsch-Quatschtüte. <laughs> der Quatscher. Und äh, ich bin dann Nummer 2. Und äh, Alec, wir machen ja, spielen gerne 3 gegen drei. Und äh, haben zusammen ein sehr schönes Rocket League-Team. Äh, äh, ich lache viel. Ja, aber lachen ist nicht so stimmbandreizend. 13. <laughs> Genau. Ja, genau. Da wäre es da dann schön, wenn man wirklich einen Co-Moderator hätte, genau. Genau. Ähm. Aber ich weiß einfach auch genug zu erzählen. Also ich spare mir genug auf zu erzählen. Sagen wir es mal so. Aber Friedman hat auch recht. Also Friedman hat mir, mir gesagt, äh, jede Woche foe stream wird wahrscheinlich nicht so ergiebig sein. Und das ist tatsächlich auch so. Also ich Hätte jetzt, wäre jetzt nicht auch noch das Beta-Event gewesen, dann hätte ich mir noch mehr aus den Fingern sorgen müssen. Wäre wahrscheinlich, wäre man auch irgendwie auf Themen gekommen. Aber ich hätte nicht die ganze Zeit irgendwie füllen können mit neuen Gedanken, die ich zu verschiedenen Themen habe. Ja. Die ich dann entsprechend äußern kann. Genau, und das, mh, ja, mache ich. oder Das ergibt dann weniger ergiebige Streams. Also wie, wie, äh, wie ähm, unterhaltsam, ergiebig und sinnvoll die Streams jetzt für euch sind, das müsst ihr natürlich äh, für euch bewerten. Ich versuche halt inhaltlich immer ein bisschen was mitzugeben. Ähm, ähm, Josie und Pi machen das ja ein bisschen anders. Die machen, die machen äh, inhaltlich äh, sicherlich auch. Ähm, aber machen halt auch viel Unterhaltung. Einfach, ähm, einfach ihre Interaktion miteinander ist halt sehr, sehr humorvoll und äh, machen halt ein nettes, also wirklich immer ein schönes Unterhaltungsprogramm. Und sinnvoll ist ein großes Wort. Ja, definitiv. Ja, muss halt jeder für sich selbst bewerten. Ne? Ja, also sinnvoll für FOE-Spieler, vielleicht, für nicht-FOE-Spieler total sinnlos, was ich hier mache. Und ähm, ja, genau. Unterhaltung äh, ist es sicherlich auch und man kann es sicherlich auch immer gut neben der eigenen Ernte gucken. Und ähm, ich freue mich natürlich, äh, wenn ich dann vielleicht noch ein bisschen neue Informationen weitergeben kann. Genau, insbesondere jetzt, wo der Chris Schuh gerade so wenig äh, Videos macht. Ich meine, im Grunde ist der Chris Schuh mit seinen langen Videos ja auch der totale Streamer-Typ. Ja. Genau. Und er redet halt über Neuerungen und seine Gedanken dazu und nichts anderes mache ich ja hier im Grunde auch. Nur eben dann mit, äh, mit der Interaktion mit euch. Was dann noch ein bisschen cooler ist. Oder nicht nur ein bisschen, sondern zu, zum Teil halt wirklich richtig viel cooler. <laughs> genau. So, Oziria, ich, ich muss da noch einsammeln. Da muss ich gleich mal noch drüber nachdenken. Ah. Denken. Jetzt noch. Egal. Also, Chess kriegt nochmal 5. Oder? Kriegt er nochmal 5? Ja, der kriegt nochmal fünf. Also, jetzt kommt inhaltlich nicht, nichts mehr. Nicht mehr viel rüber bei mir. <laughs> okay. Äh, Don Hefty, bin ich da bei Don Hefti? Ja, kriegt er nochmal drei. Und der Rest. Den Rest verheiz ich in meinem Relikt-Tempel. Erledigt. So, auf A hatte ich die verbraucht? Ich glaube nicht. Mist, ich muss auch noch 20 Welten einsammeln. Du armer! Ach so, du sammelst mit Dias Dias ein, das geht. Das kann man relativ schnell machen. Genau, aber meine Welten haben ja alle ein anderes Konzept. Und da muss ich zumindest irgendwie. Ah, das kann ich alles. Das kann ich alles bedienen. Ein bisschen. Nee, nicht alles. Ich bin ein Lügenlord. So. Das kann ich alles bedienen. Und ganz viel bei einem. Fukuti, Zeus und Reliktempel. Zwei. Zeus. Reliktempel muss ich. Kann ich einfach nur auf... Und... Blaue Galaxie. Die Blaupausen brauche ich auch. Freya mit Cape. Und nochmal einen Fortschritt bei Zyria in den Galatatum. Ich äh, zahle die einfach... Ich zahle die einfach ein, um die forge wegzukriegen, weil ich habe. Das ist so mein mein großes Problem: forge loswerden. Ich will niemanden was Böses damit, Freakman. Ich will niemanden ärgern und niemanden gesperrt sehen. Ähm, aber du hast recht. Ich sollte die forge wenn ich sie loswerden will, breiter streuen, so dass ich nicht immer nur einen damit füttere und das dann vielleicht als Pushing für die eine. Person missinterpretiert wird, weil das ja so überhaupt nicht gedacht ist. So, okay. Dann wäre A fertig, F fertig. U. Uh. Und zu guter Letzt dann W, Diamantrix. So wie du es wolltest. Ah, ne, das ist schon fertig. Ich äh, F ist noch nicht fertig. Oh, sorry. Ich muss mir meinem Auge kratzen. Das sieht bestimmt nicht so, nicht so lecker aus. <laughs> okay so blaue galaxie und dann hoffe ich mal nein leider keinen wunschpunkt zu verdoppeln ja okay dann äh, das übliche programm der einsammlung das lustschiff nicht vergessen und äh, mit den mit den Forge -Punkten dann auch das übliche machen. Ach, das ist mir zu viel hier. Ihr seid doch schon wieder wahnsinnig. Warum wird denn hier nichts abgearbeitet? Erstmal das. Flavius, Aachener und Zeus, jeweils 10. Das mache ich... Nee, mache ich nicht. <laughs> Scheiße. Ich kann, glaube ich. Ja. Kann ich da überhaupt irgendwas bedienen? Bei Flavius? Das Alcatraz. Dann eben das Alcatraz. Und dann die drei. So, zumindest ein bisschen aufgeräumter, oder? Ne, Kassel der Munter habe ich auch gelöscht. Kann ich leider nicht, bin ich schon drin. Okay, und Alcatraz braucht 57. Hier kommen 57. Bitteschön. So. Okay. Ich kann ganz breit in deinem Zeus streuen. In welchem Zeitalter, Odin So, Lustschiff. Winterdom, Kohle Express, Piratenschiff zum auffüllen. Okay. Pling 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 pling. 16 Zuschauer habe ich aktuell. Wie, ich habe gar nicht darauf geachtet, ehrlich gesagt, wie viel wir heute, wie viel heute so dabei waren insgesamt. Ich freue mich, dass es 16 sind. Ähm, ich glaube, nicht ganz 16 haben sich im Chat engagiert. Und ich habe ich hab, äh, als nächstes Achievement ein bei Twitch, vielleicht mal für als Anreiz, <laughs> ähm, das, das nächste, was ich als nächstes schaffen könnte, wäre 20 Zuschauer im Chat dazu bringen, teilzunehmen. Dann würde ich hier dieses Achievement mal wieder freischalten oder mal wieder ein neues Achievement freischalten. Vielleicht klappt das mal an einem Wochenende, wenn ich über FOE streamen sollte. Ich glaube, die, die 16 habe ich auch an einem Wochenende geschafft. Um, ich streame halt zu spät dafür, glaube ich. Genau. Aber vielleicht wären es ja äh, Stück für Stück dann immer ein paar mehr. Ich glaube, die 16 sind für die Zeit auch ziemlich gut. <laughs> nein, nein, der Danke. Ähm, wenn, dann, wenn dann schon ehrlich verdienen von, von tatsächlich anwesenden ähm, Leuten. Und dann, also wenn ich sehe, dass über 20 Leute da sind, dann würde ich mal sagen, Leute, schreibt doch mal, wenn ihr nur einen Punkt schreibt, schreibt doch einen kurzen Text, äh, ein, ein Pünktchen, ein Hallo in den Chat. Ähm, damit ich vielleicht dieses Achievements kriege. Genau. Bei der nächsten Gelegenheit. Mal gucken. <laughs> da würde ich euch mal motivieren. Mal gucken, ob das klappt. Genau, okay, so, jetzt das übliche einsammeln. Kein, Keiner Magie. Das habe ich offensichtlich schon eingesammelt. Und dann muss ich nochmal Fortspunkte bei Kur verteilen. Guck, nicht Kur. Platz 1 jeweils. Ich stelle mal gleich Platz 2 ein. Nicht, dass jemand hier auf, von euch auf äh, fiese Gedanken kommt und ihn jetzt hier. Äh, snipert. Hint, hint. Und als letztes den Relikt-Tempel. Kann man jetzt natürlich auch falsch machen, ne? Wenn der den Platz 2 jetzt beispielsweise für irgendeinen Freund reserviert hat, dann schreibe ich die aus und dann sind sie weg. Kann man auch wieder was falsch machen. Andererseits sind sie jetzt vielleicht relativ bald abgesichert. Naja. Egal. Soll er sich bei mir melden? Okay, so. Ich hab's gut gemeint. <laughs> Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. So, okay, dann wäre ich jetzt hier auch durch. Hey, wir haben 0,30 geschafft. Meistens überziehe ich ja immer deutlich. So bis 1 oder nach 1. Aber ich glaube heute nicht. So. Okay. Wer hat mich gerufen? <laughs> Zum Snipen. Ja, Olden. Okay. So, und auch auf der, auf meiner Hauptwelt der schönen Welt noch nicht ganz schön, weil hier oben ist noch, kann man noch besser machen. Aber da fehlen mir dann auch die Gebäude. Sammle ich dann jetzt zu guter Letzt ein. Ach ja, da war ja was. Einen Triumphbogen errichten, das kriege ich auch noch hin. Ich habe nämlich ähm, die Aufgabe, drei Quests abzuschließen. Hm. Das wird schwierig. Okay, na dann eben nicht. Drei Quests ist eine, eine schwere Aufgabe. Ich wollte noch mal ein Video machen, wie man, wie man bestimmte Aufgaben in den täglichen Herausforderungen vermeiden kann. Ähm, Habe ich auf meiner Liste. Mache ich vielleicht irgendwann. Diese Aufgabe bekommt man nämlich nicht, wenn man wenn man äh, ich glaube also man bekommt sie auf jeden Fall nicht, wenn man alle Quests abgeschlossen hat, außer den, den ähm, täglichen. Oder? nee, ich glaube, die Quests kann man gar nicht vermeiden. Aber man kann sie natürlich, wenn man die Dailies hat, äh, relativ einfach abschließen. Genau, ich glaube, da, äh, das ist dann der Hinweis. Äh, versuchen, auf die Dailies zu kommen. In, wenn man in einem Zeitalter ist, also durch die normale, den normalen Quest durch den durch Bogen durchzukommen und dann immer im Schleifenquestmodus modus zu bleiben, dann kann man diese Quest auch relativ schnell und einfach beenden, ohne dass man irgendwie große Aufgaben erledigen muss, wie erstmal etliche Sektoren erobern mit Armeen, die man vielleicht noch gar nicht hat. Genau, und das ist jetzt hier das Problem. Und jetzt muss ich noch 40 Forge-Punkte unterbringen. Diamantrix, hast du einen Tipp für mich, wo ich 40 forge unterbringe? zum Beispiel bei Benz, sie werden zumal schon mal 10. Das ist schön schön in meiner Arche auf W. Wie soll ich denn die wie soll ich denn die F äh, Moment, ich bin auf W, ne? <laughs> Gut, dann kann ich das machen. Sind wir befreundet, Aldrin? Wie schreibst du dich? Mit D in Drennen, ne? <laughs> Freund hinzufügen. Du kannst keine weiteren Freunde haben. Also du kannst gerne jemanden runterschmeißen, dann befreunde ich mich mit dir und schmeißt es in deine Arche. Sollte das denn überhaupt noch irgendwie Sinn ergeben? Ja. Mach das. Genau. Oder du hast mich gekickt. Kann auch sein, ich ähm, motiviere hier nicht so. Obwohl es meine Hauptwelt ist, bin ich nicht so aktiv im ähm, Motivieren und Polieren. Das ist schon enttäuschend. Aldrin, möchte mich als Freund hinzufügen. Aber ja, aber gern. So, Aldrin, wie viele Punkte hast du, damit ich dich... Oh, das war einfach. Okay. Genau, das wäre jetzt, wäre jetzt natürlich schön, wenn du mir Platz 4, also wenn ich jetzt Platz 4 bekommen könnte mit den 30. Habe ich zwar überbezahlt, könnte wieder Pushing sein, böses, fieses Pushing. Oder ich zahle noch mehr ein und gehe auf höhere Plätze, wie du magst. Wie du magst, Aldrin. Das Problem ist, ähm, dass Inno das halt als Pushing ansehen könnte. Ähm, wenn es nicht 1,9 gefördert wird. Genau. Können P4 versuchen, dann zahle ich nichts weiter ein. Äh, genau. Aber ich hoffe, äh, Sie sehen das nicht so. Ich versuche die jetzt möglichst breit zu teilen. Ähm, ich habe am Anfang versucht, die. Äh, die. Blaupausen fürs Observatorium zu bekommen, aber ich war nicht erfolgreich. Es fehlt immer noch eine. Es fehlt immer noch eine Blaupause. Was ich auch aufstellen würde, wäre der Zeus. Auch da fehlt noch eine Blaupause. Ja, aber vielleicht bald. Genau, und tauschen, tauschen werde ich nicht, weil, wenn ich dann die, wenn ich dann die äh, Gebäude aufgebaut habe und dann getauscht habe, dann kann ich über Level 10 wieder. Blaupausen sammeln, wie verrückt, weil ich mir durch das Tauschen halt irgendwie einen großen Teil meiner Blaupausen äh, vernichtet habe. Genau. <laughs> ähm, ja, tatsächlich, äh, ähm, Freakman hatte und Freakman und P hatten Probleme damit. Die haben nämlich äh, forge äh, gegenseitig investiert und zwar auch nur mit der Absicht, forge loszuwerden und nicht irgendwie Pushing zu betreiben. Ähm, weil sie ja die Fortschritte aus der Leise kriegen müssen, um mehr als 100 Fortschritte wieder einsammeln zu können. Und äh, wurden dann dafür bestraft. Ja, von Inno. Und das finde ich schon krass, ehrlich gesagt. Also es gibt Leute, die machen halt, betreiben halt Pushing offensichtlich und da äh, passiert nichts. Und dann gibt es Leute, die ähm, werden quasi fehl. Also aus meiner Sicht halt fehlerhaft äh, da bestraft. Ja. Gut, wie dem auch sei. Ich mache jetzt Feierabend. Ich habe mich sehr gefreut, dass äh, so viele dabei waren. Jetzt sind es auch nur noch 13 beim Einsammeln. Sind ein paar weggegangen, aber ist okay. Ähm, ähm, ja, habe mich sehr gefreut, äh, dass ihr auch wieder so viel geschrieben habt. Ähm, ich konnte wieder schön mit euch äh, einen Dialog führen. Und ähm, ja, wie gesagt, gerne am nächsten Mittwoch wieder. Wieder so gegen 20, 22 Uhr. Vielleicht ein bisschen früher. Kommt eher selten vor. Eher ein bisschen später. Ähm, genau. Und vielleicht schaffe ich es am Wochenende oder nochmal einen anderen Tag. Vielleicht streame ich auch nochmal Rocket League zusammen mit äh, Freakman und Alec, wenn die Lust drauf haben, äh, dass es gestreamt wird. Weil ich spiele eigentlich fast, fast jeden Abend ein bisschen Rocket League mit ihnen. Und <laughs> ja, finde ich auch, ne? Sieht sehr schön aus. Ähm <laughs> genau, das hat, das, das hat das äh, neue, das Geburtstagsevent hat das möglich gemacht, dass man einfach sehr viele alte, schöne Eventgebäude sich holen konnte. Genau, nur fast, ja, heute nicht. Hast du, habt ihr gespielt? wahrscheinlich ne wahrscheinlich während ähm, während ich gestreamt habe und dann konntest du nicht äh, hallo sagen oder so hat hast du es nur nebenbei offen gehabt oder so ähm, ja auf jeden Fall ähm, mir macht es gerade mega Spaß mit Rocket League und mit den beiden zusammen auch äh, und es ist sehr kurzweilig und vielleicht streame ich da dann die Tage noch mal wenn ihr Lust habt dazuzuschauen ist natürlich nicht so ein interaktives Ding, aber es wird interaktiver, wenn man Freakman dabei hat, weil Freakman liest immer sehr aktiv den Chat mit nebenbei. Dafür konzentriert er sich nicht mehr so genau aufs Spiel. Aber es ist eine große Bereicherung. Für, für, vor allem für die Leute, die im Stream zuschauen. Okay, gut, das soll es gewesen sein. Ich danke euch nochmal für die Bits, für die Abos. Also. <laughs> genau für die Abos und ähm, dann für äh, das viele, viele viele Mitschreiben und ähm, jetzt muss ich noch mal fragen in zwei Wochen streamen wäre cool was meinst du Friedmann in zwei Wochen oh Tosa <laughs> Tosa. Jetzt danke ich auch für die vielen Bits. Vielen Dank, Tosa. Äh, vorher waren es ja Abos. Ich wollte Abos sagen. <laughs> genau. Ähm, ja, danke dir, Tosa. Ähm, ja, in zwei Wochen werde ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wieder Forge of Empire streamen und zwischendrin ähm, dann vermutlich Portal am Mittwoch, nächsten Mittwoch. Und dann muss ich noch die Fotos aufbereiten, um einen Urlaubsstream zu machen. Falls euch das interessiert. Wenn nicht, dann habe ich einfach nur einen Urlaubsstream gemacht. Und schickt es an meine Familie. An diejenigen, die nicht, nicht dabei waren. Genau. Dann können die sich das angucken. Das habt ihr dann davon. <laughs> genau. Ähm. Okay. Gut. Äh, vielen Dank nochmal. Und äh, ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Schlaft gut. Oder macht noch was anderes, wenn er noch nicht ins Bett geht. Ich gehe jetzt ins Bett und ähm, <laughs> private Fotos dir schicken. Äh, raid, danke, sehr gut. Und ich schaue noch, wenn ich raiden kann. Danke, Freakman. Das hätte ich jetzt tatsächlich auch fast wieder vergessen. Da schaue ich mal, ob jemand online ist, von denen zu denen ich gerne mal raide. Ja, also p Dizzle ist da. Und äh, wenn ihr keinen Raid-Vorschlag habt, dann äh, rate ich zu P-Dizzle, weil der ist immer nett. Äh, sehr angenehmer Streamer und der spielt gerade Medieval Dynasty. Äh, Kenne ich noch nicht. Darf ich vielleicht. Nee, werf ich, ich werfe keinen Blick mehr rein. Ich, ist mir zu spät jetzt. Vielleicht morgen. Aber. Ähm, Ihr könnt ja gerne noch warten und mit rüber schauen und vielleicht gefällt euch ja der Stream auch. Äh, der Streamer ist auf jeden Fall super nett. Und ich kenne ihn auch nur über Pi und Josie, die halt auch zu ihm gerated sind, wahrscheinlich weil der so ähnlich heißt wie Pi. Ähm, und da, ihr könnt noch ein paar, kan paar Kanalpunkte sammeln, wenn ihr noch drin bleibt für den Raid. Okay, dann äh, drücke ich jetzt aufs Knöpfchen für den Raid, da kein Raid-Vorschlag kam. Dann beginnt der Raid in ein paar Sekunden. Nochmal Danke, gute Nacht und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Den lieben freund hier besorgen wenn auch selber was arbeiten und freue mich dass die seid ganz viel liebe geht natürlich raus und grüß vielen dank für deinen raid ganz, ganz 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 viel liebe für dich ganz viel liebe geht raus und nicht dankeschön was geht was habt ihr